Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute, Moment, bin super vorbereitet. Dieses schöne Spiel hier, Vampire the Masquerade, da ist wahrscheinlich wieder verkehrt rum. Ja. Und zwar in der 5. Edition und heute mit dabei, mit wem fange ich denn heute an? Ach komm, wir fangen da an. Feramina als Samantha. Und Kako als Bruce. Und heute auch wieder mit dabei die Lilio als Dr. Angela. Und last but not least Araiguma als Aisea. Und jetzt hört man die Spieler auch. jetzt dürft ihr alle nochmal Hallo sagen. So. Hallo. Es war nur, weil der Araiguma sich noch nicht gemutet hatte, während ich meine Ansage gemacht hatte. Also don't blame me. So. Ja. Wir spielen Vampire the Masquerade und wie immer gibt es, bevor wir loslegen, einen kleinen Disclaimer zur Runde. Und den mache ich aber nicht, den macht heute Leo. Ja, und zwar, wie bereits erwähnt, wir spielen in der World of Darkness. Die hat ein Merkmal und zwar, es geht tatsächlich ziemlich dunkel meistens zu. Das heißt, es können auch Themen vorkommen, die einigen von euch vielleicht nicht so gut gefallen werden. Es kann brutal werden. Und wenn euch das zu viel wird, nehmen wir es euch auf jeden Fall nicht übel, wenn ihr vielleicht abschaltet. Es gibt ganz viele andere schöne Streams draußen. Das ist alles in Ordnung. Und damit zusammenhängt natürlich auch, ja, unsere Charaktere könnten eventuell ziemlich schlimme Dinge tun. Das heißt nicht, dass wir als Spieler das in irgendeiner Weise unterstützen würden. Also Spieler und Charaktere so ein bisschen auseinanderhalten können. Wir sind alles keine Mörder und auch keine Vampire und so. Dann, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken, eine kleine Info. Das, was wir spielen, ist eine Sandbox. Das heißt, es gibt keinen großen, festen Megaplot, dem wir alle hinterherrennen als Gruppe, sondern alles, was wir spielen, entsteht so ein bisschen daraus, was die Charaktere an sich für Motivation und sowas haben. Deswegen kann es vorkommen, dass mal einzelne Stränge auch getrennt voneinander gespielt werden, anstelle von in einer festen Gruppe. Das heißt, wenn das mal passiert, ist das nicht irgendwie eine schlimme Sache oder sowas. Und wir versuchen natürlich auch möglichst viel gemeinsam zu spielen, weil Rollenspiel und so gehört ja auch dazu. Aber wie gesagt, das passiert. Und dazu kommt, jetzt in letzter Zeit kamen einige Male auch Gastcharaktere dazu, die jeweils ihre eigene Story haben. Und die sollen halt nicht als irgendwie kleines Anhängsel oder sowas betrachtet werden, sondern die haben halt wirklich ihre Daseinsberechtigung in dieser Sandbox. Die haben alle ihre eigenen Motivationen und Stories und sowas. Und das heißt, wenn einer von uns mal wegen Abwesenheit nicht da ist, ein anderer Charakter da kommt, ist das halt wirklich ein fester Bestandteil dieser Welt und sollte auch so angenommen werden. Habe ich irgendwas vergessen? Glaub nicht. Ja. Okay. Gut, willkommen in der Stadt ohne Namen, denn in dieser spielen wir. Sie liegt ungefähr an der südlichen Grenze von Texas, in der Nähe der Grenze wirklich zu Mexiko. Und diese Stadt hat keinen Namen, ist auf keiner Karte verzeichnet. Merkwürdigerweise scheint das aber niemanden zu stören. Unsere Vampire sind alle mehr oder weniger frisch in der Stadt. Die Stadt hat eine Eigenschaft, dass anscheinend gerade der Regent, nämlich der Prinz der Camarilla, in der Vampirgesellschaft verschwunden ist, seinen Platz freigemacht hat, was auch immer mit ihm passiert ist. Und es bald wohl neue Strukturen in der Stadt geben soll, kann. Gleichzeitig finden in der Welt der Sterblichen Bürgermeisterwahlen statt und die Vampire haben sich da eingeschaltet, möchten gerne, also die Camarilla möchte gerne, dass die
der alte Bürgermeister der neue Bürgermeister bleibt und unsere Vampire haben den Auftrag bekommen, ein bisschen dafür zu sorgen, dass das auch so passiert. Und außerdem haben sie den Auftrag bekommen, eine verschwundene und wieder neu aufgetauchte Vampirin zu finden, namens Anna, ihres Zeichens die Sire von Bruce. Ja, die haben sie auch gefunden, Rapport abgegeben haben sie noch nicht, dass sie gefunden haben. Und ansonsten laufen auch noch ganz viele andere komische Sachen in der Stadt. Zum Beispiel hat Isaiah festgestellt, dass man die Stadt als Vampir nicht verlassen kann. Schmerzhafte Weise. Währenddessen Samanthas Sire, der auch vor Ort ist, behauptet, er wäre schon mal hier gewesen und hätte viel bezahlt, um wieder gehen zu dürfen. Allerdings kann er sich da gut nicht mehr dran erinnern, weil man ihm das Gedächtnis gelöscht hat. Und so fristen unsere Vampire jetzt ihr Dasein in der Stadt. Gehen alle so mehr oder weniger ihren eigenen Interessen nach. In morgen, also in der Spielwelt, im morgigen Tag, ist die Bürgermeisterwahl. Und die Vampire hatten eigentlich vor, noch irgendwie eine Aktion zu starten, aber mal gucken, ob sie das heute noch machen. So am Vorabend der Wahl ist das alles ein bisschen knapp. Was genau alles passiert ist, das könnt ihr euch natürlich in der Playlist angucken, die es auf YouTube gibt. Ich denke aber, die grobe Graben so habt ihr jetzt irgendwie mitbekommen. Ja, und wir starten in den 26. Oktober 2018 hinein. Der Abend vor der Bürgermeisterwahl. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal schon die Rouse-Checks zum Aufstehen ja schon verlangt von euch. Das heißt, das brauchen wir heute nicht mehr machen. Bei den letzten Malen war Dr. Angela nicht dabei. Was hat denn Dr. Angela gemacht? Damit befassen wir uns jetzt, bevor wir mal die anderen anschauen, mal zuerst. Als Samantha gesucht hat und Isaiah auch gesucht hat, wo Dr. Angela denn ist, die hatte sich eigentlich ja um John gekümmert, der eine Schusswunde abbekommen hat. War sie nicht mehr da. John hat euch irgendwie gesagt, sie ist halt irgendwie rausgegangen, wollte irgendwas erledigen. Und er hat sich aber auch nicht mehr großartig darum gekümmert, was genau. So drehen wir die Zeit noch ein bisschen zurück. Und schauen mal, was Dr. Angela gemacht hat, als sie den schwer verletzten John, der jetzt gut verarztet ist, in Anführungsstrichen, für sich gelassen hat. Und zwar hat es Dr. Angela irgendwie nicht so ganz loslassen können, dass sie ja erfahren hat, dass Vampire diese Stadt nicht einfach so verlassen können. Sie wurde ja von ihrem Sire einfach abgesetzt und mit so einer wunderschönen Abschiedsnotiz abgefertigt, weswegen sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass der halt einfach weitergefahren ist mit ihrem gemeinsamen Auto. Aber das scheint da jetzt einfach mal so nicht der Fall zu sein. Und deswegen wollte sie irgendwie, ich weiß nicht, nochmal nachforschen, ob sie irgendwie herausfinden kann, ob er wirklich noch da ist oder nicht. Weil sie weiß halt, ne, er ist ein charismatischer Typ, der sehr gerne Leute um sich herum schaut und eine kleine Followerschaft und sowas hinter sich herzieht. Deswegen muss es ja eigentlich irgendwie offensichtlich sein, wenn plötzlich so ein Typ ankommt. Und deswegen hat sie sich halt vor allen Dingen in so, ja, sagen wir mal, nicht extremistischen Gruppierungen, Sonderlingen und einfach so ein bisschen ungehört, ob er da ist.
Also hauptsächlich Entschuldigung, so. war wieder gemutet, ja. Ja? Wie macht Angela die Hauptsächlich Nachforschung? so, naja. Mehr, also wieder so mehr Richtung Pseudo-Street-Gangs, so ein bisschen so eher die Leute, die ansonsten wahrscheinlich eher nicht gefragt werden, so ein bisschen die Night-Crowd, mehr sowas in der Richtung hätte ich halt ausgefragt, ob ihr da jemanden kennen, der der Beschreibung von Adam entspricht, der neu ist, der gerade versucht, so ein bisschen Einfluss auf die Gruppierungen zu kriegen. Dann mach doch mal einen Test mit Investigation und Streetwise. Investigation und Streetwise. Okay, fünf. Ein Success, sagt er mir. Ein Success, sagte dir. Moment, ich guck's gerade mal. Ach, wenn er Schon. mir tatsächlich auf den Bildern wieder was anderes anzeigt als im Chat. Ich fühle mich geärgert. Ja, das Programm möchte Weil dich das wären vielleicht drei töten. Successes gewesen. Ja. Also, Was wir soll's. haben einen Success hier. Aber es steht im Chat auch nur ein Access und ich Ja, habe deswegen auch. meine ich, ne? Im Chat steht halt was anderes als bei mir die Würfel anzeigen. Also bei mir ist genau das, was gewürfelt wurde, auch Ja. angezeigt. Von daher sehen die Zuschauer sehen es genauso, wie es Ja. auch im Chat steht. Ein Erfolg. Ja, also du hattest ja schon mal versucht, dich in so eine linke Szene oder sowas einzuklinken. Ganz vor ein paar Tagen schon mal. Und ja, da war auch schon außer diesen Street Gangs, die ja jetzt nicht wirklich linke Szene wirklich sind, Ja. war ja nicht so viel zu Zu holen. finden. So. Geht auch Also mehr so darum, dass ich halt irgendwas finde, wo ich denke, dass Adam so eine ein bisschen. Bildungselite gibt es aufgrund auf Ermangelung einer Universität in der Stadt irgendwie auch schwer bis gar nicht. Finde es irgendwie schon heraus, dass die meisten Menschen, die hier wohnen, schon irgendwie erzkonservative Texaner sind. Was es umso komischer macht, dass die gerade den demokratischen Kandidaten wählen wollen, also bevor ihr eingeschritten Ja. seid. Ja, und dann kannst du noch mal gucken, Intelligence und Politics. Ich glaube, Politics habe ich nichts. Nee. Wenn ich Politics nicht habe, muss ich dann Dann was hast du da runternehmen von? keine. Nee, musst du nichts runternehmen. Achso, okay. Dann. Perfekt. Drei Erfolge. Drei Folge. Also, wenn es hier irgendwelche Art von linker Politik gibt, in die der sich einklinken könnte, dann doch am ehesten ja, in der Demokratischen Partei. Also genau da, wo ihr sowieso mit zu tun habt. Ja. Wobei das halt irgendwie zu Mainstream, also würde ich mir halt denken, dass es zu Mainstream für ihn ist. Genau, aber Ja. anscheinend scheint es Ja. hier Ist das das Linkste, was es gibt, so eine quasi. Underground scheint es hier aus Gar welchen nicht, Gründen auch echt nicht immer. zu geben. Ja, entweder sind die sehr, sehr, sehr still und man findet es jetzt so auf Anhieb irgendwie so jetzt, ich such mal nicht, oder ja, also wie Ja, gesagt, okay. die Leute sind hier arschkonservativ und mit einem Erfolg in Streetwise und Ja. Investigation war da nicht mehr rauszuholen. Ja. Ach, die falschen Leute gefragt und die falschen Fragen gefragt. Ja, zumindest eine Richtung hast du ja jetzt, wo man nachforschen könnte. Frage ist, ob jetzt für Angela das jetzt so schlüssig ist, als dass sie da irgendwie Ja. die Sache verfolgt oder sie sagt irgendwie, nee, ich kenne den zu gut, der wird sich niemals da irgendwie in die große Politik einmischen. Sie kann sich das tatsächlich erstmal nicht vorstellen, aber. Gut.
Ja, dann bist du ja erstmal den ersten Tag schon mal beschäftigt gewesen mit der Ja. ganzen Sache. Vielleicht den zweiten später auch noch. Und so auf der Hälfte deiner Nachforschung musst ja irgendwann wieder zurück zum Schlafen am Tag. Ja. Passt Sonnenaufgang und Sonnenuntergang relativ gut ab. Das heißt, du hast viel zu tun und kriegst so nicht viel davon mit, was die anderen machen. Kriegst zwar mit, dass Sam und so zwischendurch da sind, aber ja, du hast gerade andere Sachen im Kopf. Kriegst auch Ja. mit, dass John sich wieder mit Andrew irgendwie zusammensetzt und versucht halt, ja, seine Heilung voranzutreiben und hat wohl Kraft genug gesammelt, um sich auch wieder mit Andrew auseinanderzusetzen. Ja. Und ja, den zweiten Tag vervollständigst du dann deine Nachforschungen und Ja. kehrst dann zur gleichen Zeit wie Samantha auch wieder Isaiah in das Motel geholt hat, zurück von der Straße. Ein bisschen gefrustet vielleicht, weil man nichts Genaues weiß man nicht. Allerdings hast Angela das jetzt ja auch nur von Isaiah nur so zwischen den Zeilen, so man kommt nicht dahin. Vielleicht hast du zwischendurch auch mal selber ausprobiert, Aber Andrew mal die und so Stadt haben doch auch verlassen. darüber geredet, dass das Ja, nicht ja. geht. Frage ist irgendwie, als du jetzt nichts findest, ne, vielleicht, ne, probierst es Ja. mal oder so. Kann ja sein. Würde ich das tun? Würde ich an den Rand der Stadt fahren? Würde ich wissen, wo der Rand ist und nicht einfach dahin dagegen laufen und total verkorkelt zurückkommen? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür hätte ich mir die Zeit dann im Endeffekt auch nicht genommen, weil eigentlich war das geplant, nur mal kurz nachzufragen. Dass das so lange gedauert hat, war ja überhaupt gar nicht in meinem Sinne. Ja. Weil Angela ja normalerweise auch nicht die Person ist, die Verpflichtungen einfach so handwedelt. Man muss sich auch ein bisschen um den Verletzten noch kümmern. Wie auch Ja. immer das bei vampirischem Dasein so richtig funktioniert. Ja. Immerhin sehr beeindruckend, wie die Wunde heilt. Ja. Am lebenden Objekt forschen und so. Am unlebenden Objekt forschen, ja. Am lebenden Objekt, ja, das stimmt wohl, ja. Dann betrittst du das Motelzimmer. Wie gesagt, Isaiah und Samantha sind gerade wiedergekommen. Vielleicht kurz danach ein paar Augenschläge. Ja. Also du willst auf Angela warten mit den Fotos. Denke Dann hoffen wir, schon. dass sie bald wiederkommt. Die Zeit läuft. Ach so, und das ist dann der Augenblick, wo ich auftauche. Ja, korrekt. Ich habe meinen Namen gehört. Du kommst Da wie bist du gerufen. ja. Ja, sorry. Ich, hab versucht, was rauszufinden. Es hat sich relativ viel entwickelt in der letzten Nacht. Wir haben festgestellt, dass der Jones? Bürgermeister, keiner Jones, Shane Jones, ist anscheinend blutgebunden von einem Vampir. Das ändert Dinge auf jeden Fall. Ganz genau. Und ich denke, wir sollten trotzdem versuchen, unseren Plan mit den Fotos durchzuziehen. Heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, wir sollten eigentlich so Das schnell wie muss möglich los. jetzt passieren. Und wir sollten nur vorsichtig sein, was sein könnte, dass dieser Adam ihn jetzt beobachten lässt, nachdem Isaiah und ich ihm aufgefallen sind. Das stimmt. Adam. Ja, Adam. Das ist der Name von dem Vampir, scheinbar. Er arbeitet mit Adam. uns. Und du siehst halt, dass Angela schon so
ein bisschen on the edge ist. Okay. Aber dann mach ich so groß, kurze Haare, Tattoos. Ja. Oh, scheiße. Was ist los? Es ist... Adam ist mein Sire. Oh Gott. Oh, nach ihm habe ich gesucht. Nachdem ich herausgefunden habe, dass er nicht von hier abhauen kann. Das macht Sinn. Naja, er arbeitet jetzt anscheinend bei dieser Mode-Design-Firma. Wir haben einen Dünnblut gefunden, die uns Informationen geben konnte. Ich trete Eis. Wir haben einen Kaliten gefunden, der uns ein bisschen helfen konnte. Den Fehler mache ich natürlich nicht. Sorry. Weiß ich, wie die Firma heißt, in der Lillian arbeitet? Ich würde den Namen halt fallen lassen irgendwann. So Sundown Aesthetics. Die Frage ist halt, ob Angela das weiß. Ja, entscheide du, das ist ja dein Hintergrundding. Das ist ja meine beste Freundin, ne? Das heißt, wahrscheinlich werde ich wissen. Ich würde halt irgendwann sagen, wir haben eine Informantin, die arbeitet da und der arbeitet für jemanden namens Lillian und die scheint irgendwie dicke mit Adam zu sein. Und ihr seht nur so, Angela dreht sich um, läuft gegen die Wand und erstmal so Kopf einfach gegen die Wand. Ja, und sie sagt aber auch erstmal nichts dazu, sondern sie stellt sich einfach nur dahin, ja, Arme überkreuzt und Kopf dagegen. Und also er guckt so zu Sam rüber und was ist denn jetzt los? Lass sie einfach kurz. Du weißt nicht, was... Ich komm mit vor die Tür. Okay. Ja. Adam hat sie hier einfach so sitzen lassen. Hey. So mit einem Zettelchen von wegen hier. Kein Bock mehr. Ich bin weg. Schlechter Stil. Bestenfalls. Ihr hört irgendwas umfallen. Ich weiß gar nicht, was ist dann so, was man umschmeißen könnte, so in meiner Nähe, irgend so ein Beistelltisch. Tischchen, ja. Beistelltisch. Bestimmt klettert irgendwo gegen eine Wand. Gibt bestimmt so einen Teekocher, so einen Wasserkocher und so Tassen. Du wirst irgendwas finden, um es durch die Gegend zu werfen, ganz sicher. Ja. Willst du einen Frenzy-Check machen? Noch nicht. Noch nicht. Okay. Das kommt heute Abend noch. Das kommt irgendwann einmal noch. Jetzt erstmal muss ich so ein bisschen ihre Gedanken sortieren. So, war das alles von Anfang an geplant von ihm? Weil Adam kennt Lillian halt zumindest so von Selfies von mir und sowas in der Art, weil Angela war halt schon so Semi-Social-Media-Kram, ja, und eigentlich kennt auch Lillian Adam. Sollte sie kennen, weil auch ich ihr von ihm erzählt habe. Gefährlich. Und hin und wieder hört er, irgendwo was klirren oder mich irgendwo gegenschlagen oder sowas in der Art, aber... Ich würde sagen, so spätestens nach 2-3 Minuten gehen wir wieder rein. Nachdem jetzt kein Instant-Ausbruch gekommen ist, scheint dir das gar nichts. Wenn das erste Ding irgendwie rumschmeißt, geht die Tür zum Schlafzimmer auf und Andrew kommt ins Wohnzimmer. Irgendwas passiert. Angela. Schau ihn erstmal kurz an und lehne mich dann erstmal wieder gegen die Wand. Und ich denke, mein Sire ist verwickelt. Auf der gegnerischen Seite. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
Und ich habe gedacht, wenn ich ihn finde, könnte er uns helfen, weil er in derselben Situation hängt. Ja, das ist genau das, was er am besten kann, Leute manipulieren. Hat er sich die richtigen Ziele hier gesucht? Und Angela geht so ein bisschen hin und her, tritt dabei irgendwas, was gerade auf dem Boden liegt. Eine Vase oder so, die sie vorhin rumgeschmissen hat. Das muss nichts Schlimmes sein. Wir wissen noch zu wenig über die ganze Sache hier. Sie ist positiv. Bis jetzt hast du gedacht, er hat dich hier sitzen lassen. Vielleicht. Das hat er sowieso. Das ändert ja im Endeffekt nichts daran. Ja, ob er jetzt hier ist und mir gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, oder ob er woanders mir gesagt hat, dass er keinen Bock mehr hat. Das ist. Immerhin ist er in Reichweite. Oder ist das für dich eine schlimmere Sache? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst um Lillian. Der ist meine beste Freundin. Die einzige, die noch übrig geblieben ist. Und jetzt ist der bei ihr. Ich verstehe. Aber ja, sollen wir Samantha und Isaiah fragen, wo sie wohnt? Dass du hingehen kannst? Ich wüsste nicht, was ich ihr sagen soll. Wir sollten erst vielleicht herausfinden, was er will. Wie du meintest, vielleicht ist er doch auf unserer Seite, aber hat anders angefangen. Aber meine Machtposition sieht er sich ja sowieso schon immer. Das war immer so sein. Ein machtversessener Vampir, also. Nichts Besonderes, ha? Huh? Nicht wirklich. Aber ist wohl neu für dich. Versteh das. Sei froh, dass du jetzt einen Klüngel hast, der auf dich aufpasst. Wir gehen nicht einfach so weg. Danke. Trotzdem ist das gerade echt nicht einfach. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nun, wenn er mit unserem Auftrag zu tun hat, werden wir früher oder später herausfinden, was es damit auf sich hat. Ja, wenn du das bis dahin nicht zu spät ist. Was soll das heißen? Weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Er liebt Chaos und Zerstörung und so ein Quatsch manchmal. Keine Ahnung, ob er sowas auch hier anstellen will. Oder ob ihm es reicht, irgendwie Macht zu kriegen oder sowas. Sam, I see. Das wäre dumm, wenn er mal so also wiederkommt. Genau. Ja. Chaos und Zerstörung ist eine Schwäche, wenn man einen Faible dafür hat. Du meinst, wir können das nutzen? Ich scheue mich ein wenig davor zu sagen, wir haben Angela auf unserer Seite, aber irgendwie ist das Wahrheit. Wenn uns dieser Vampir im Weg steht bei unserem Ziel, haben wir zumindest einen guten Ansatzpunkt. Wir haben jemanden, der ihn gut kennt. Offensichtlich nicht gut genug, um herauszufinden, was er hier will. Und die Verbindung zwischen einem Sire und seinem Kind ist meistens eng und deswegen wundert es mich gar nicht, dass deine Gefühle gerade ein bisschen Amok spielen gerade. Wie seid ihr denn in der Stadt hier gelandet? Wir sind umhergefahren. Von Stadt A nach Stadt B ohne großartiges Ziel. Lillian wohnt hier. Deswegen haben wir hier
einen Halt gemacht. Ich wollte mich von ihr verabschieden, bevor wir weiterfahren. Bevor wir weiterfahren. Ich habe keine Ahnung, ob er wusste, was hier los ist. Mich würde es nicht mehr wundern, wenn er es wusste. Und er mir einfach nur nichts gesagt hat. Aber dann würde es doch wenig Sinn machen, dich so abzusetzen, wenn er wusste, was in dieser Stadt los ist. Dann wusste er ja auch, dass er nicht weg kann aus der Stadt. Ja. Vielleicht hat er gedacht, dass ich es vielleicht nicht weiß und mit dem Auto einfach weiterfahre und gebrutzelt werde. Das wäre ein... ziemlich ekliger Versuch, sein eigenes Kind loszuwerden. Eigentlich will ich ihm das auch... Ich weiß es nicht. Ich dachte halt mal, dass ich ihn einschätzen kann, aber es stimmt halt scheinbar einfach gar nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich will nicht gegen ihn angehen müssen. Ich habe Angst davor, was ist, wenn... Weil ich halt auch gesehen habe, was er so drauf hat. Also, wenn ich mich dazu kurz mal einklicken darf. Angst ist eine Sache. Aber wir haben nun mal ein Ziel. Und er verfolgt. Wenn dein Feier plötzlich hier stehen würde und genau gegen dich arbeiten würde, was würdest du tun? Ja. Ist mir mein Ziel wichtiger als mein Zeier? Kämpfen. Ist mir mein Zeier wichtiger als mein Ziel? Ich glaube, da stellst du die Frage auch. Ich meine, außer den Tremere gibt es, glaube ich, nur einen Clan, der mehr auf Hierarchie setzt. Verstehe mich nicht falsch. Verstehe, dass das schwierig ist, aber wir haben diese eine Nacht, um Shane Jones komplett aus dem Rennen zu kegeln. Im Moment sind wir bei 50-50. Ihr habt recht. Nein, egal. Machen wir das einfach. Machen wir das einfach. Gehen wir einfach hin und... Steht der Plan noch? Ich weiß nicht. Der Plan steht noch. Hey, wenn du ihn triffst, Angela, wenn er da ist, zeig dir keine Schwäche an. Ich glaube, dass ich... Einfacher gesagt als getan. Aber ich werde es versuchen. Du bist ja nicht allein. Und ich mach so eine Handbewegung Richtung Sam. Wir sind ja auch da. Und wir haben uns seinen Zorn zugezogen, wahrscheinlich. Sei vorsichtig, ja, ja. Sam. Gut zu wissen. Ich bin ja nicht alleine unterwegs. Ich hab schon echt ziemlich Bock, ihm einmal so richtig krass in die Fresse zu hauen. Weißt du, Angela, das ist eine deiner besten Charakterzüge. Dass ich Leuten in die Fresse schlagen will? Du bist so ehrlich. Wie wir es verdient haben? Willst du damit sagen, dass du nicht ehrlich bist, Isaiah? Warum? Wie würde ich das damit sagen wollen? Ich weiß gar nicht. Ein suffisantes Lächeln. Ich sage nur, ich schätze das sehr. Natürlich. Okay, so, Planbesprechung und so. Wir müssen herausfinden, wo Shane Jones heute Nacht ist. Wir können nicht sicher sein, dass die
dass er heute Nacht auch wieder in diesem Büro ist. Aber das, denke ich, ist unser erster Anhaltspunkt. Es ist die Nacht vor der Wahl. Es wird, glaube ich, noch mal irgendwo eine Veranstaltung geben. Ja. Wisst ihr was? Ich gehe mal in die Rezeption und frage nach. Oder guck mal, ob die da irgendwie was haben mit Veranstaltungen der Stadt, so ein Flyer oder so. Gut. Das ist ein guter Check. Ja. Was macht Bruce eigentlich heute Nacht? Ich wollte gerade zu Bruce rüberspringen, denn Bruce hat ja einen Umzug zu tätigen, nicht wahr? Ja, allerdings. Der war auch gerade dabei, als er ja, ich glaube, von Mr. Pinaba den Anruf bekommen hat. Mhm. Und da diese interessante Situation zustande kam, dass Shelly ans Telefon ging zuerst, glaube ich. Mhm. Und ja, dann nachher Mr. Pinaba übernommen hat. Er hat mir wahrscheinlich die Adresse gegeben, mhm, wo das Objekt ist. Und ich glaube, er sagt auch, dass ich ihn um 11 Uhr abholen sollte. Ja. So, cool. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie spät ist es gerade im Moment? Noch früh. Na, okay. Ja, dann würde Bruce halt erstmal schon den Umzug ganz normal fortsetzen und dann muss er halt irgendwann leider Anna verlassen. Wo es wahrscheinlich nicht so lange dauern wird, weil das Apartment, was ihr euch da ausgesucht habt, ist ja hast das ja mal gesehen, so auf Fotos oder so, aber so richtig da gewesen in der Schnelle der Zeit warst du ja noch gar nicht. Mhm. Ist halt das, was dir als allererstes mal irgendwie als erschwinglich erschien. Und tatsächlich ist das, also es ist gar keiner so schlechten Nachbarschaft. In einem kleinen Apartmentkomplex, Teil von so einem Vierer-Bungalow mit eigener Garage. Eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht so die erste eigene kleine Wohnung, die Bruce wirklich hat, außer dem Trailer. So seit langer Zeit zumindest. Ja, auf jeden Fall. Er hat ja quasi sonst wirklich nur zu Hause gewohnt und dann in dem Trailer. Ist wahrscheinlich jetzt wieder was echt eine sehr, sehr krasse Umstellung, weil von so einem kleinen, fisseligen Trailer zu so einem richtigen Apartment, das ist schon enorm. Und sogar mit eigener Garage ist das jetzt, also, purer Luxus für ihn gerade. Würde halt da ankommen, wenn da jetzt nichts weiter passiert. Und dann halt die paar Sachen, die im Trailer noch waren, das war echt nicht viel, nur so ein kleiner Klapptisch, irgendwie alle Klamotten irgendwie wild in irgendwelche Tüten oder Koffer gestopft. Und sonst hat er ja nicht viel besessen. Was er auf jeden Fall noch hat mitgenommen. Er hatte noch in seinem Schrank, vermutlich, noch so ein ganz altes, ja, so ein Katzenkörbchen, ein Katzenkissen. Weil das, was die alte Dame hat, ist das Neuere und er hat das erste behalten. Mhm. Und das würde er dann so als allererstes auspacken wollen, das so schön in so eine Ecke tun. Dann so einen kurzen Moment schniefen. Also kann er nicht, aber quasi die Gäste mal. Ja. Haben wir dann so weit ausräumen, bis es dann halt an die Arbeit geht. Sich da irgendwie so ein bisschen heimlich machen. Also richtig, genau, groß ist das, richtig groß ist das Apartment jetzt nicht. Also es ist irgendwie ein etwas größeres Wohnzimmer, wirklich für sich getrennte Küche, Bad und Schlafzimmer. Und dann gibt es halt noch so ein Dachboden, der auch mit über die Garage ragt, wo man halt Sachen abstellen kann. Also viel Platz für das wenige Zeug, was Bruce hat. Ja, genau. Wird dann auch irgendwann, wenn dann soweit alles stehen wird, das ist ja echt nicht viel, dann so ein bisschen sich da in den Raum stellen, mal genau drüber gucken und dann sagen, das sieht schon irgendwie kacke aus, wir brauchen neue Möbel. Hattest du noch Geld zur Seite gelegt? Das letzte Geld ist für den Wagen draufgegangen. Hm. Naja, aber das machen wir später alles. Hast du deine Sachen schon alle weggepackt? Ich habe nur die paar Sachen, die du mir gekauft hast. Ach ja, stimmt ja. Vergaß. Naja. Es ist gut, dass es hier so nah an der Stadtgrenze ist.
können wir in die Wüste laufen, wenn wir wollen. Er nickt so ein bisschen. Er atmet nicht ein, aber so die Geste dieses, da hast du recht. Und dann würde er sich nochmal gerne mal umschauen, so ein bisschen verträumt quasi. Und sich dann einmal zu Ender geben, die einmal drücken. Immerhin, das haben wir geschafft. Gewöhn dich nicht allzu sehr an das Ding hier. Es liegt in unserer Natur, dass wir uns nicht lange irgendwo aufhalten können. Gib mir den einen Moment bitte. Bitte. Einmal nur. Bitte das einmal. Ja, weil er freut sich gerade doch immer. So bitte, jetzt einmal ruhig sein. Naja, mag sein, aber fürs Erste bleiben wir hier. Also. Kriegt so ein Grinsen aufs Gesicht. Und wo ist das Kinderzimmer? Schaut dann echt so ein bisschen ihm habt sie also der würde nicht antworten Den grinst und blößt so ein bisschen die Vampirzähne. Ja, so ein bisschen verstohlen, quasi verschwitztes Lächeln zurück, so oh scheiße. Sure. Naja, ich habe überlegt, da das Tage lief, können wir immerhin Boogie wieder herholen. Gute Idee. Quasi der Kinderersatz. Er zwinkert ja so zu. Ich schau mal, was mit den anderen Apartments ist. Ob wir Nachbarn haben, wo wir uns ein bisschen einschleimen sollten. Während du weg bist, okay? Ah, das ist eine gute Idee. Ich meine, da bist du sowieso besser als ich. Also, ich weiß, ich bin ja nicht so mit Leuten und so. Hey, wenn wir hier wohnen bleiben wollen, dann müssen wir uns auch mit unseren Nachbarn engagieren. Ja, das stimmt wohl. Ich hoffe nur, das sind nicht wieder irgendwelche Tracker wie Henry drüben. Oder irgendwie sowas. Der eine Weirdo hat mir schon gereicht. Wir werden sehen. Vielleicht kaufe ich mir gleich irgendwas in einem kleinen Laden hinten an der Straße zum Mitbringen. Irgendwie so ein. Was essen die heute? Kuchen? Komm auf an, wie alt die sind. Also. Ich kann aus Erfahrung sagen, ältere Damen stehen auf Kuchen. Hoffentlich machen sie nicht, dass ich mitessen muss. Da habe ich Probleme mit. Ich habe eine Idee. Ich bin auf Diät. Das ist gut, oder? Sieh man dir auch auf jeden Fall an. Schaut's an. Was soll das denn heißen? Nein, dass die Diät wohl gewirkt hat. Ich habe keine Diät gemacht, Bruce. Schaust aber so aus. Das heißt, ich hatte es mal nötig, ne? Ja, geh ruhig. Nein, ich meine, ich gehe zur Arbeit. Er nimmt sich so hat ja so ein Smoking. So, dann bis später. Bis später. Geh dann los. Ja, gut. Dann Samantha und Isaiah und Dr. Angela kriegen heraus, dass es in der Tat eine Party gibt. Eine Wahlparty. Für beide Seiten sozusagen. Also getrennt voneinander. Also es gibt zwei Partys. Und wo finden die denn statt? In welchen Locations? Die Party vom Bürgermeister findet wieder in diesem Tower statt, wo ihr euch auch getroffen hattet das allererste Mal. Und die vom Bürgermeisterkandidaten findet in einem großen gemieteten Restaurant statt. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Wahrscheinlich wird das auch wieder nur mit Gästeliste und so sein, oder? Steht da irgendwas zu auf dem Flyer? Oder auf der Information? Ja, also es steht nichts dazu drauf, aber es ist höchstwahrscheinlich, wenn es nur ein abgeschotteter Bereich ist, so ein Restaurant, dass man da nicht einfach so reinkommt. Hm.
Naja, ich würde sagen, wir gucken uns das an. Wir nehmen den Dicken mit. Und dann... Wir könnten überlegen, ob wir Andrew auch mitnehmen. Also, weil wir wollten uns eh mal noch schlau machen wegen den anderen Vampiren hier in der Stadt. Weil wir bisher außer Veronica eigentlich noch niemanden wirklich kennen. Und nachdem die das letzte Mal, zumindest nicht offensichtlich, auf der Veranstaltung vom amtierenden Bürgermeister waren... Und wir heute Abend, glaube ich, Veronica auch einfach nicht über den Weg laufen wollen, wäre es vielleicht ganz gut, dort mal nochmal nachzuschauen. Das stimmt. Vielleicht hat er ja mehr kainitische Anhänger. Wie gesagt, vielleicht ist das alles mit in ein Spiel auch um den Platz des Prinzen. Das könnte sein. Du meinst, Angela Sire will Prinz dieser Stadt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben doch beim letzten Mal darüber diskutiert, dass, oder du hast gemeint, dass die Machtkämpfe um diesen Platz wahrscheinlich schon längst im Hintergrund laufen und wir vielleicht auch möglich. Nur Spielbälle in diesem Machtspiel sind. Vielleicht. Ich frage mich momentan eher, wer möchte nicht Prinz dieser Stadt werden? Bruce. Ziemlich sicher. Ich glaube, der Dicke hat da auch kein Interesse dran. Also ich wäre down. Also. bevor das jetzt leer lassen, weil keiner Lust hat. Also. Opferst du dich? Ja, ja, genau. Das wäre mal interessanter Prinz. Ich mach's halt, wenn keiner will. Aber vielleicht können Andrew und ich auch einfach helfen, dass wir leichter reinkommen, wenn wir vorangehen. Was ich mich halt immer noch frage, was genau hat das mit diesem Bürgermeisterposten genau auf sich, dass scheinbar ja offensichtlich alle denken, dass sie darüber am ehesten an den Prinzenplatz rankommen? Nee, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, beziehungsweise hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das Bürgermeisteramt gibt dir halt viel Macht in der Welt. Und du musst dich nicht auf irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Vampirkram verlassen. Naja, der Bürgermeister, der die weltliche Macht innehat, ist eine super Marionette für den Prinzen. Oder für den Rat. Ja. Wenn du dann Kandidaten hinsetzen kannst, der eh nach deiner Pfeife tanzt, der tut, was dir genehm ist, hast du auf der Seite schon mal weniger Arbeit. Abgeschiedene Industrieanlagen, Theater, die nicht renoviert werden. Polizei, Feuerwehr, die man kontrolliert und die nicht auf jeden Notruf achten, wenn man bestimmte Sachen macht. Das ist sehr praktisch. Und von daher können wir sagen, Veronica und ihre engsten Freunde haben wohl Rand auf dem amtierenden Bürgermeister und Adam auf dem Gegenkandidat. Und wer da vielleicht noch mit dranhängt an Adam, das wissen wir nicht. Das könnte auch, ich meine, da Adam ja relativ frisch in der Stadt ist, könnte das auch ein Alleingang von ihm sein. Kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Er selber lässt sich eigentlich, glaube ich, nicht so gut beeinflussen. Aber natürlich kann ich. Ja, oder er hat schon Kontakte zur kainitischen Gesellschaft hier gegründet, die vielleicht mit Veronica und ihren Leuten nicht so einverstanden sind und hat die unter sich geeint. Wir wissen es nicht. Wie viele beim Vampire sollen hier denn bitte schön noch sein? Also was ihr wisst, was man euch ja gesagt hat, ist, dass die Brucher keinen Platz im Primogenrat haben. Ja. Beziehungsweise, dass der Platz vakant ist und von einem Nicht-Brucher eingenommen ist. Ja gut, das könnte natürlich auch sein, dass er Primogen werden will. Hier in der Stadt. Wobei, ja. Das heißt, dass wir das wohl unter uns ausmachen dürfen. Weil Isaiah auf jeden Fall wissen wird, dass die Brucher und die Gangrel ja als Clan aus der Camarilla generell ausgetreten sind. Ja, ja. Gut. Aber das muss ja hier nichts heißen. Aber eigentlich mag Adam die Camarilla ja auch überhaupt gar nicht. Das wäre auch so eine total komische Sache. Also. Ich kann mir ihn überhaupt gar nicht bei sowas mitspielen sehen.
Also macht alles keinen Sinn, Mann. Es macht einfach alles keinen Sinn. Ja, den Seneschall gibt's noch, Feder übrigens. Ich würde ja stark vermuten, dass die Veronica Seneschall ist. Weil... ich denke, nichts Genaues weiß man nicht, bis wir da nicht mal in Aktion treten, ganz ehrlich. Ja, wir müssen irgendwie hin, wir müssen da irgendwie rein. Wie kommen wir da rein? So wie beim letzten Mal? Überzeugungsarbeit. Adrettes Auftreten, Angela. Adrett auftreten kann ich. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir da reinkommen. Okay. Ich sehe, wir haben ja den Gangwill nicht dabei, den ihr sonst immer mitschleppt. Booster-netter Kerl. Ich weiß. Aber er ist schwieriger, in solche Lokalitäten hineinzubekommen. Das ist wahr. Wobei ich bin mir sicher, er kann auch sich rausputzen, wenn er es mal versuchen würde, so richtig. Fährt er nicht inzwischen die Limousine? Tut er das? Naja. Ich denke, wir machen uns auf den Weg. Ja. Und du kommst du mit? Aber ich würde mich erst umziehen. Warte, Moment. Wenn ich adrett aussehen soll, ja, kann ich hier nicht in meinen Straßenklamotten rumlaufen. Gib mir... 2 Stunden Zeit. Ich würde es erst 5 Minuten sagen, aber das wäre... 10 bis 15. Sam kann helfen. Ja, ich kümmere mich derweil um den Dicken und um John. Und Isaiah kann ja schon mal abchecken, wie wir an Karten kommen oder Zugangsberechtigung. Sollst du das alleine vorgehen? Hast du Angst? Nein. Hast du jemanden, der ein Händchen hält? Süß. Vielleicht ist es nicht gut, wenn Isaiah alleine vorgeht. Falls Adam dort ist. Adam hat uns beide gesehen. Stimmt, wenn er ihn erkennt, ist vielleicht uncool. Vielleicht kannst du telefonieren und deine Beziehung hier ein paar Strippen ziehen, ob wir so an Karten kommen. Das kann ich sicherlich versuchen. Du warst doch schon mal im Wahlkampfbüro. Ja. Weiß nicht, ob die mich noch so gerne haben da. Ich glaube, die sind mir nicht mehr so grundsätzlich sympathisch gegenüber eingestellt. Na gut. Ich überlege gerade, kenne ich jemanden hier, der mir Karten für sowas besorgen kann? Mach doch mal einen Test, ob du mal dich daran erinnern kannst, ob wir was haben. Was können wir denn da nehmen? Politics und Streetwise? Finde ich okay, können wir machen. Das ist ja für mich im Grunde genommen ein nackter Politikswurf. Zwei Erfolge, dicke. Findest du garantiert noch jemanden, irgendwie, den du da irgendwo bequatscht hast bei deinen Arbeitsversuchen, den du noch anhauen kannst? Sehr gut. Hau ich denjenigen an, rufe an. Sage, also bei dem Bürgermeister gegen Kandidaten Aktion, ne? Ja. Ja, ja. Gut. Ja. Genau. Und ich hätte gern 5 Tickets. Sind es 5, ne? Ja, 5. Angela, Samantha, du, Andrew. Und Andrew. Ja, Nummer 5 zur Not. Auch wenn der Dicke, glaube ich, nicht unauffällig ist. Er
Er ist einfach 2,10 Meter groß, fast genauso breit, trägt eine Maske auf dem Kopf. Er braucht einfach keine Karte, er kann auch einfach sich so reinschmuggeln. Also beim letzten Mal war er auch mit drin und da hat sich irgendwie keiner groß an seinem Aussehen gestört. Ich glaube, es ist einfach, der kommt da einfach so hin und dann ist so in so Hüfthöhe, ist dann so ein Schild, Dicke müssen draußen bleiben und dann so ein Bild von den Dicken mit so einem... Ich mein, beim letzten Mal wolltet ihr auch nicht subtil vorgehen, da wolltet ihr einfach nur da gucken. Also, wenn du natürlich eine Ablenkung brauchst, ist der perfekt, weil ich stellst du da hinten an. Dieses Mal wollen wir auch einfach völlig selbstverständlich da reingehen. Ja. Also, ich würde sagen, den Dicken, den nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Der kann uns ja durchaus noch sehr nützlich sein, aber vielleicht hält er sich im Hintergrund mit seiner reicherischen Art. Er scheint hinter dir, okay. Egal, das kannst du nicht jedes Mal machen. Der Dicke braucht keine Karte, der kann einfach so mit reinlaufen. Kann ich was nicht machen. Mich so erschrecken. Kann ich denn dafür, dass du so schreckhaft bist, Kleiner? Und danach erscheint Angela in ihrem. Wer kümmert sich denn um John? Kurzen schwarzen. Und so, ich bin fertig. Geht's los? Ich Atope. Nett. Bei 5 Tickets ist John doch dabei. Okay. Ich glaube, John will sich. Will John sich schon bewegen? Weiß nicht. Ich glaube, ich würde mit John tatsächlich mal anschauen, wie das so aussieht. Ja, der hat immer noch also ein Teil seines Oberkörpers ist immer noch weggeschossen, also ist noch nicht verheilt. Ja. Dem haben sie einfach ein dickes Stück aus dem Körper rausgeschossen. Ja. Das dauert, bis es weggeheilt ist. Vielleicht sinnvoll wäre, ihm noch einen Snack zu besorgen. Das sowieso. Wir haben noch den Pizzaboten, den Andrew bestellte. Ach so, es werden keine Pizzen, sondern Pizzaboten bestellt. Ich sehe schon. Andrew schaut so ein bisschen in deine Richtung. Eigentlich hatte ich Pizza bestellt. Aber egal. Weil du auch Pizza isst. Runzelt so die Stirn. Zuckt dann mit den Schultern. Was würde ich nicht dafür geben, wieder so eine richtig geile Pizza essen zu können und sie auch zu schmecken? Du sagst es. Wer weiß, was es da zu essen gibt. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Snacks. Juhu. Yum, yum. Okay, wie sieht's aus bei den Karten? Hast du die... Bekomme ich die irgendwie auf meine E-Mail-Adresse oder sowas? Oder muss ich mir noch ausdrucken? Ich weiß nicht. Oder abholen? Ja, musstest du dir abholen irgendwie. Also wenn vielleicht am Eingang hinterlegt auf deinen Namen oder so. Oder auf den Namen, den du angegeben hast. Gästeliste, easy. Hast du Ressourcen? Sicherlich. Lass mich herausfinden. Ja, habe ich 3. Dann streich dir für diesen Monat mal, also für die restlichen Tage des Monats, mal einen Punkt weg, weil die Karten waren teuer. Alles klar. Du warst gemütet, Kako, falls du was gesagt hast. Okay. Ich weiß nicht, sieht John so aus, als müssten wir jetzt jemand bei ihm hier lassen oder... Dass er einfach also, braucht. Er sieht schon stabil aus. Stabil genug zumindest. Ich meine, es wird gefühlt von Stunde zu Stunde besser, aber es dauert halt noch eine Weile. Denke, in die Öffentlichkeit wagen kann ich mich nicht. Nee. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Nee. Trotz Unleben sollte man an so Verletzungen nicht rumziehen und zerren. Ich halte hier die Stellung, falls der Gangrel auftaucht, aus irgendwelchen Gründen.
Jonas, oder Sams Verehrer. Dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Bin ich mir nicht so sicher, ob der hier auftaucht, wenn ich nicht da bin. Naja, vielleicht möchte er irgendwie deine Unterwäsche durchwühlen oder so. Machen Stalker das nicht? Ach, denk. Too much information. Definitiv mehr Informationen drüber als ich. Lasst uns gehen. John grinst so und meint dann so, woher weißt du, dass er ihre trifft und nicht deine? Reden wir nicht darüber. Ich passe ja auf. Ja, tu das und ich tätschle ihm so die Schulter. Der Dicke meint dann so zu Isaiah, vielleicht nimmt er auch meine. Ich guck so zurück, das wäre auch absolut verständlich. Ich meine, kann man die wirklich auseinanderhalten? Ich guck so vom Dicken zu Sam, zu Angela. Ich meine... Ja, man weiß nicht genau unter der Maske, ob er lächelt oder nicht, aber... Können wir jetzt ein bisschen wirklich los, die Zeit drängt? Lass es los. Auch wenn ihr gerade sehr viel Spaß an dem Thema Unterwäsche gefunden habt. Es ist ein lebenswichtiges Thema. Mhm. Möchtest du im Kleid rausgehen, ohne? Das kümmert's mich. Du siehst nur, wie Angela dich angrinst. Sind wir also wieder bei den wichtigen Gesprächen im Rollenspiel angekommen? Jawohl. Ja. Das ist also der Moment, wo Andrew so neben Andrew lang geht, so auf die Schulter klopft und sagt so. Ja, wir besorgen uns einen fahrbaren Untersatz. Haben wir einen fahrbaren Untersatz? Ja, ihr habt ein Auto. Perfekt. Also wenn der Dicke mitfahren soll, wird es ein bisschen eng, aber ja. Wie gesagt, der muss halt auf dem Beifahrersitz. Ich wollte gerade sagen, der kann auch auf dem Beifahrersitz, passt schon. Ach Quatsch, der kann sich einfach obfuscaten und aufs Dach. Entschuldigung, ich bin blödelig. Geht, kann sich auch mit Stärke da ohne Probleme festhalten. Also. Alles klar. Nein, nee, muss ja nicht sein. Ja. Tut ja nicht Not. Ja, Bruce kommt währenddessen mit der Limousine an dem, ja, dieser Firma. Und ja, da scheint es schon irgendwie so, die letzten Lichter gehen gerade irgendwie aus. Zumindest ist da ziemlich viel, sehr wenig Betriebsamkeit. Und es hat angefangen zu regnen. Und ja, vor dem Gebäude unter einem Vordach steht mit seinem Ausgehmantel der Chef. In eine Zeitschrift vertieft, die er in einer Hand hält und so von sich weghält. So. Ja, als es so anfängt zu regnen, könnte man von Bruce ein leise gemurmeltes, na, das ist ja ganz prima. Dann kramt er wahrscheinlich so auf dem Rücksitz irgendwo rum, wo wahrscheinlich ein Regenschirm liegt für den Fall der Fälle. Und, ja, und würde den halt schon so ein bisschen ungelenk so von hinten rauskramen, schon mal bereit machen, dann, das Auto parken erstmal kurz vor dem Gebäude, halten, dann durch den Regenschirm erstmal aufmachen, zu ihm gehen. Guten Abend, Sir. Und, guten Abend, Mr. Warren. Gut, dass Sie es doch noch einrichten können. Ich bin schwer betrübt, dass ich Sie aus dem Umzug herausreißen muss. Wenn die Pflicht ruft, Sir, ist alles soweit. Okay. Die Pfadfinder haben ein Motto, das heißt allzeit bereit. Das ist gut möglich, Sir. Waren Sie einmal Pfadfinder, Mr. Warren? Nein, das ist mir verschont geblieben. Oh, verschont ist das falsche Wort. Leider sind sie nicht bei den... Wissen Sie, diese Sommercamps, die besten Gruselgeschichten, die ich jemals gehört habe, werden auf Kinderferien, Freizeitcamps erzählt und das Lagerfeuer herum. Wenn Sie meinen, Sir, vielleicht habe ich ja doch was verpasst.
Dann würde ich ihm so deuten, in die Limousine einzusteigen. Kennen Sie diesen Comic hier? Reichte die Zeitschrift, ist eine Ausgabe von Spawn. Nein, das sagt mir nichts, ja? Schade, habe ich ja auf den Örtlichkeiten gefunden. Ich kann ein wenig recherchieren, wenn Sie das wollen, Sir, aber... Ach, nicht nötig. Es ist aber eine sehr gute Gruselgeschichte. Deswegen habe ich es auch einfach... Erzählen Sie es keinem mitgenommen. Ich mich so ganz kurz vor. Natürlich nicht, Sir. Wahrscheinlich währenddessen, weil er den Regenschirm vor Mr. Pnava hält, wird er komplett nass dabei. Der ganze Anzug und so. Natürlich nicht, Sir. So, wollen Sie bitte? Lassen Sie uns fahren. Ich habe eine Verabredung getroffen, den Tag über jetzt, ja. Mhm. Eine Verabredung, Sir? Ja. Wir nehmen, also Sie und ich, nehmen teil an der großen Veranstaltung des Bürgermeisterkandidaten vor der Wahl. Gehen Sie doch zur Wahl, Mr. Warren, nicht wahr? Ja, wenn Sie das wünschen, Sir, natürlich. Keine Sorge, es hat nichts mit Mode zu tun. Das erfreut mich, Sir. Es ist eine Party mit Band und so. Er schließt so die Augen. Ja. Welche Bands mögen Sie denn, Mr. Warren? Denkt so einen Moment nach. Ich weiß nicht, stehen wir dabei immer noch im Regen? Ja, lauft, während ihr redet halt. Ah, okay. Okay. Nun, keine bestimmte, Sir. Ich würde sagen, generell Rock'n'Roll. Taylor Swift. Oder wie die heißt. Nein. Gut, die habe ich nämlich abbestellt. Ich kann sie nicht ausstehen. Man kann sie nicht verübeln, Sir. Ja, allerdings wollte man auch keine rumänische Polka spielen. Ich verstehe wirklich nicht, warum, Sir. Naja. Fahren wir, es findet in diesem Fischrestaurant statt, an dem kleinen See. Kenne ich das Ding? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ist so ein Nobel Schickimicki Restaurant. Großraum, also da passen viele Leute rein. Ah, ich habe davon gehört, Sir. Natürlich. Wenn Sie jetzt bitte einsteigen wollen, machen Sie die Tür auf. Natürlich. Ja, und steigt dann selber ein. Ihr fahrt Richtung Wahlveranstaltung, das Party des Bürgermeisters gegen Kandidaten, genauso wie Samantha Isaiah und Dr. Angela. Ja. Und der Dicke und Andrew. Ja, wie ich das überlege, ist es wirklich sehr eng im Auto. Aber gut. Ich bräuchte ein Beziehungsdiagramm. Ja, mal erstell mal eins, Feder, das wäre interessant. Ich habe so ein halbfertiges irgendwo rumfliegen. Ja, zuerst kommen Angela, Samantha und Isaiah an. Die Party ist schon mehr oder weniger im Gange. Man hört Jazzmusik aus so einem freien Bereich, in so einem Zeltunterbau wahrscheinlich. Da haben sie wahrscheinlich so eine Band reingestellt. Es regnet. Das heißt, der Außenbereich, der eigentlich wahrscheinlich mal dafür gedacht war, dass da auch so Leute stehen und sitzen sollen. Ja, da stehen gerade nur Leute unter so einem Vordach irgendwie, aber so richtig genutzt wird er nicht. Und deswegen tummelt sich umso mehr halt in den großen Räumlichkeiten. Sein flaches Dach. Ziemlich breites und langes Haus an so einem See mit großen Fenstern. Ja. Großer Parkplatz, könnt ihr parken. Oder eben, wenn ihr Abstand parken wollt, natürlich auch Abstand. Dann müsstet ihr halt durch den Regen.
Lass uns lieber vor der Tür parken, falls wir schnell wieder verschwinden sollten. Würde ich auch sagen, Finde ich auch gut. Dann würde ich sagen, ich laufe am Arm von Andrew. Angela mit Isaiah. Ich biete jedenfalls meinen Arm an. Immerhin geben wir ein richtig wichtig Style. Also, ich nehme den Arm auch. Immerhin sind wir das stylischste Couple von allen. Da kann ich dir nur recht geben. Ich glaube, da habe ich was gegen einzuwenden. Andrew guckt sich um. Hat sich auch fein rausgeputzt, also für seine Verhältnisse. Hat sich in letzter Zeit ja ein bisschen gehen lassen, aber ja. Eigentlich müsste ich dich nur bitten, mal gerade ein Foto von uns zu machen, damit wir das John schicken können. Selfie. Wir benutzen keine Smartphones. Ja. Hinter euch steht der Dick und meint, ich gehe dann mal irgendwo anders hin. Alles klar. Du kannst doch einfach mit reinkommen. Da ist ziemlich voll. Es ist dir zu voll, möchtest du lieber draußen warten? Ich passe auf, dass keiner... Die Vögel da oben auf dem Dach zum Beispiel. Okay, vielleicht gibt es ja draußen ja auch einiges herauszufinden. Ich schaue so zu den Leuten, die auch draußen dann vor dem Dach und so was stehen. Vielleicht passiert auch hier was. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich beobachte euch. Wenn ihr was wisst, versuche ich so schnell wie möglich zu kommen. Sehr gut. Alles klar. Du bist sozusagen unser Schutzengel. Rückendeckung. So hat mich schon lange keiner mehr genannt. Na, pass auf dich auf, Dicker. Klar. Ich stapfe dann in die andere Richtung. Dann schmeißen wir uns ins Getümmel. Ich würde sagen, wir halten ein bisschen die Augen offen nach Adam. Ja. Und wer ihn zuerst bemerkt, sagt vielleicht den anderen Bescheid, dass wir nicht so direkt auf ihn prallen. Ja. Wenn's da relativ Sollen voll wir auch ist, eventuell uns auch so ein kleines bisschen Abstand voneinander halten? Also jetzt nicht so, dass wir so komplett uns aufteilen, aber auch so, dass es nicht unbedingt so aussieht, als würden wir alle zusammengehören? Das finde ich eine sehr gute Idee. Da würde ich sagen, wir gehen rechts rum im Raum, ihr geht links rum und wir gucken, dass wir auf gleicher Höhe bleiben. Ja. Dass wir theoretisch Blickkontakt über die Leute halten können. Nach Möglichkeit, ja. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Gut, wir gehen natürlich zur Kasse und genau. Hat Pranava uns schon zusammen gesehen? Weiß er, dass wir klüngeln? Stimmt. Also nicht klüngeln, sondern einfach nur so zusammen. Ich war schon wieder gemütlich. Ja, dann. Hat Bruce die anderen drei schon gesehen? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, wenn ihr direkt hinter uns einschwenkt, dann lässt sich das wahrscheinlich nicht vermeiden. Ja, Quali, du bist gemutet? Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Und dann wird Bruce versuchen, das gekonnt zu ignorieren, dass er sie gesehen hat. Und davon will Angela überhaupt nichts wissen, dreht sich um, schaut ihn einmal so von oben nach unten runter. Ich wusste doch, dass du auch richtig schick aussehen kannst. Und haut ihm so einmal schön. So ein bisschen gegen. Sie sehen auch wohl äußerst reizend aus. Ich würde Andrew am Arm weiterziehen, weil ich bin dafür, dass wir Bruce jetzt erstmal ignorieren, weil wir ja schon gesagt haben, dass wir vier so tun, als würden wir uns nicht wirklich alle kennen. Und Bruce war nämlich damals nicht mit auf der Party, als wir uns kennengelernt haben. Der war draußen vor der Tür. Genau. Also genau. Weiß Ravna nicht, dass da eine Verbindung besteht.
Egal, ah. Ich zupfe halt so ein bisschen an dem rum, ja, Kragen richtig gerade richten und sowas in der Art. Dann haue ich doch so ein, zwei Mal auf die Schulter und drehe mich wieder um. Du steht da wie angewurzelt, nett zu dem, weil er auch immer noch nass ist, wie so ein begossener Pudel wirklich. Und Sie kennen sich? Wir haben die Bekanntschaft gemacht. Vor irgendwann im Laufe der letzten Woche. Welch Zufall. Ja, wir sind Taxi gefahren. Ich habe Taxi gefahren. Ganz genau. Und er ist doch ein echt sympathischer junger Mann, oder? Ich meine, offensichtlich sind sie seine Begleitung. Bruce schaut Angela wirklich sehr, sehr finster an. Woher kennen Sie beide sich, Mr. Panava und Bruce? Ich bin sein Chauffeur. Also das ist aber eine ziemlich große Promotion, oder? Ja, so von Taxifahrer zum persönlichen Chauffeur. Er lugt so ganz kurz zu Mr. Panava. Absolut verdient. Ja, auf jeden Fall. Das war mir eine große Ehre und Freude. Ich schaue so kurz zu ihm runter. Ich rieche eine angespannte Stimmung. Ach, wir sind wahrscheinlich alle nur nervös, was heute alles so passieren soll. Ich habe gehört, es gibt noch eine Rede von dem neuen. Ja, und ich habe auch. Soll es nicht irgendwie so ein Endspurt für. Hier die Bürgermeisterwahlen und sowas gehen, das Ganze ist doch morgen, oder? Ja, Wahlen. Mr. Warren hier geht morgen auch wählen, hat er gesagt. Ja. Er muss noch entscheiden, wen er wählen darf. Ich bin leider nicht wahlberechtigt, ich komme ja nicht von hier. Wie ist das denn bei Ihnen? Wenn Sie eine Green Card beantragen, dann könnten Sie das auch in einer Nein, danke. Dieses, entschuldige, dass ich mich so ausdrücken muss, aber ich bin mit Herz und Seele Rumäne. Das wirft Ihnen hier sicherlich niemand vor. Ja. Aber ich bin auch gerade erst vor kurzem hierher gezogen, deswegen kann ich bei dieser Wahl leider auch noch nicht mitmachen. Aber es ist trotzdem sehr interessant zu sehen, wie sich die beiden Bürgermeisterkandidaten positionieren. Ich bin ja schon vom Beruf wegen interessiert, muss ich zugeben. Ja, Anwalt, nicht wahr? Ja, absolut richtig. Und vielleicht arbeite ich in Zukunft für einen der beiden Kandidaten. Interessant. Ich habe gehört, die andere Party ist wesentlich kleiner. Ach was, wirklich? Das ist schade. Dann haben wir uns ja die gute ausgesucht. In der Tat. Es soll eine Liveband geben. Oh. Heute. Aber sie spielen keine rumänische Polka. Tragisch. Haben Sie dafür gearbeitet? Ich bin mir sicher, es wird trotzdem sehr schön. Ich kenne hier den einen oder anderen, deswegen habe ich jemanden, der die Band kennt und naja, eigentlich nicht direkt jemand, der die Band. Jemanden kennt, der die Band. Nein, jemanden, der kriegt. Sie wissen, was ich meine. Kennen jemanden, der jemanden kennt, der die Band kennt? Ja. Ja, wir wollen ja auch ein paar neue Kontakte knüpfen. Das ist immer gut. Networking und so. Netzen, das ist das, dieses neumodische Wort. Mr. Warren, merken Sie sich Networking. Ich versuche es mir zu merken, Sir. Wichtig. Vielleicht treffen Sie Mr. Warren da auf dieser Party jemanden, der noch dringend einen Chauffeur braucht, falls ich nicht mehr in der Stadt bin. Eventuell, Sir. Ja. Vielleicht stelle ich Sie jemanden vor. Einem Anwalt zum Beispiel. Zu gütig, Sir. Es hört sich wie eine Gruselgeschichte an, nicht wahr, Mr. Warren? Für mich schon, Sir. Oh, das macht die ganze Sache so schön.
Bruce, wenn sie nicht schon in festen Händen wären, dann würde ich mir überlegen, ob ich sie vielleicht abwerbe für meine Kanzlei. Aber so. Man könnte darüber reden, Sir. Oh, es funktioniert. Hervorragend. Er knackt so ein bisschen mit dem Kiefer dabei. Also, ein bisschen ist gut. Laut. Lassen Sie uns reingehen, es ist so nass hier draußen. Ja, allerdings, ich wollte gerade sagen. Die Dame in diesem Kleid können Sie auf keinen Fall Feuchtigkeit vertragen. Bisher konnte ich mich zum Glück noch ganz gut davor verstecken, ja. Diese Absätze, göttlich. Nicht wahr? Ich liebe können wir, solche Absätze. Können wir vielleicht mal... Guckt so auf seine Füße. Ah, nein, besser nicht. Ja, aber ich würde mich dann tatsächlich auch umdrehen und... Wie ist das eigentlich? Langsam reingehen. Standen wir gerade irgendwo unter oder... Genau, unter dem Vordach. Im Regen. Unter dem Vordach. Ah, okay. Ja. Aber sonst wäre jetzt die Laune von Bruce noch mal weiter gesunken. Aber okay. Gut, ja, ihr geht rein, Samantha und Andrew sind ja schon eine ganze Ecke früher reingestiefelt, haben sich die Karte abgeholt auf den Namen von Isaiah. Ja, und tigern jetzt irgendwie eine Runde drehend so durch die Leute. Ich schätze, wir haben relativ langsam gemacht, eben, dass die anderen noch aufholen können. Mhm. Haben uns, was weiß ich, irgendwo erstmal ein Glas Sekt geholt oder so und dann ein bisschen umgeschaut. Ja. Bevor wir dann anfangen loszulaufen. Und ich halte natürlich Ausschau, ob ich Andrew sehe. Mhm. Ja, mach doch mal. Adam meinst du jetzt, oder? Adam, ja. Diese A's, ne? Ja, ja. Diese ganzen Namen mit A. Warum keiner Anna fragt? Ed, Andrew, Anna, Angela. Ja. Amanda haben wir auch noch. Das ist die Stadt der A's. Außer ja. Bruce und Sam. Ja. Ja, ja, stimmt. Die wichtigen Leute fangen mit A an. A, Dicker. Ja. Mach doch mal. was kann man denn mal Schönes da nehmen? Etikette und Charisma vielleicht, so zum einfach so ein bisschen checken. Okay. Raum abchecken. Zwei Erfolge. Ja. Das Publikum hier ist relativ gemischt. Also es ist nicht nur so die Etepetete-Leute da. Die Leute haben sich schon alle rausgeputzt, aber man erkennt sofort mit geübtem Blick eines Toreador. Ja, es sind auch so einige dabei, die für die das hier wahrscheinlich so ein heißes, wirklich richtig heißes Society-Event ist. Dennoch stechen einige Personen sofort ins Auge, die dann wirklich schon etwas gehobener aussehen, auch vom Verhalten her so aussehen. Unter anderem eine Dame, die der Chat auf jeden Fall kennt aus dem Thumbnail. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ich glaube, ich habe das jetzt auch mal geschickt gehabt. Ne? Du hast es gezeigt, ja. Ja. Trägt ein, kann man auf dem Thumbnail nicht sehen, ein rotes Ober, so ein rotes Oberkleid. Das Kleid an sich ist schwarz, aber so ein rotes mit so buschigen Seitenteilen benutztes Kleid. Kurze Haare, ein etwas rundliches Gesicht, aber eine nette Ausstrahlung, stark geschminkt. In Begleitung eines hochgewachsenen Mannes, der ein Strich in der Landschaft ist, ebenfalls bis zum geht nicht mehr geschminkt ist, aber der ist, also sie ist geschminkt, sehr stylisch und ja, aber er ist auffällig geschminkt, vor allen Dingen als Mann. Und er hat eh schon ein längliches Gesicht, kurze Haare, aber er hat sich so die Wangen auch noch so
herausgeschminkt, sodass das Gesicht noch eingefallener und länglicher wirkt, als es eh schon ist. Und der trägt ziemlich auffällige altmodische Kleidung. Zwar sehr edel, von den Stoffen her wahrscheinlich, aber ja, sehr auffällig. Adam irgendwo zu sehen? Nee. Bisher. Andrew, was hältst du von den beiden? Auffällig. Scheinen ein Mittelpunkt des Raums zu sein. Passen auch so gar nicht zusammen, finde ich. Die Frau hat viel zu viel Klasse für den Mann, tut mir leid. Meinst du, wir sollten den beiden mal Hallo sagen gehen? Wo sind denn die anderen? Weiß nicht, sie haben sich mit diesem Rumänen abgegeben draußen vor der Tür. Sollen wir noch kurz warten? Können wir machen. Ich meine, wenn die beiden der Mittelpunkt des Raumes sind, wenn wir mit ihnen reden, kommen wir doch automatisch in dieselbe Position, oder? Mhm. Ist das klug? Was sagt deine Erfahrung dazu? So wie das hier aussieht, scheint jeder danach zu streben, ihn zumindest jeder mal einmal Hallo gesagt zu haben. Also würden wir wahrscheinlich auffallen, wenn wir die Einzigen sind, die ihn nicht Hallo sagen. Wie stellen wir uns vor? Weiß nicht, gibt es einen Grund zu lügen bei den Namen? Sag du es mir. Du bist schon länger in der Vampirgesellschaft unterwegs. Vielleicht hast du sogar recht. Wir wissen ja noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Gut, dann keine Ahnung. Welcher Name gefällt dir? Sarah? Gut. Was meinst du, was ich nehme? Ich nehme Lestat. Anthony. Bitte nein. Anthony? Stimmt, das ist zu auffällig. Grinst. Anthony. Fängt mit auch mit A an. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, noch ein A. Und was ist unser Nachname? Anthony und... jetzt habe ich deinen Namen schon wieder vergessen. Sarah. Auch mit S. Oder wäre es leichter, wenn du Katharina benutzt? Ich dachte, wir wollten unsere Namen ändern. Okay. Sarah. Gut, dann Nachname. Irgendwas Passendes zur Gegend. Da Silva oder so. Der Silber hört sich gut an. Gut. Dann lass mal loslegen. Oder warten wir jetzt wirklich auf die anderen? Ich denke, die anderen werden uns dann sehr schnell sehen. Das denke ich auch. Ich lasse dir den Vortritt. Gut. Kommen wir quasi mit Mr. Panava jetzt rein oder ist das mehr so? Ja. Okay. Dann werdet ihr uns ja wahrscheinlich sehen, wie wir auf die beiden zusteuern. Ja, also ist, wie gesagt, das ist nicht zu übersehen, dieses Pärchen, da ist wirklich die, vor allen Dingen die Frau hat eine Ausstrahlungskraft am Laufen, die sämtliche Leute in der Umgebung so vom Blick her auf sie zieht. Sie scheint sich auch sehr zu amüsieren, hat irgendwie so ein Glas Rotwein in der Hand, prostet jemanden zu, ist scherzend in Gespräche verwickelt mit allen möglichen Leuten um sie herum. Meine wahrscheinlich erste Bemerkung wird sein, ja, da war Hupen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß, ich bin
wahrscheinlich mehr so in deinem Blickfeld, hä? Huh? Und du siehst so, wie ich meine eigenen Brüste so ein bisschen anhebe. Und versuche sie ein bisschen schöner erscheinen zu lassen. Ich rücke mein Kleid so ein bisschen zurecht. Ist ja. Ich sehe nichts unterhalb von dieser Ebene. Also ich sehe jetzt auf einmal extrem viel Kronleuchter. Prüde ist er auch noch, okay. Ja. Gut, dann seht ihr halt, wie Sam und Andrew zu diesen beiden Gestalten hingehen. Okay, wir würden noch ein bisschen Abstand halten, aber trotzdem so langsam so ein bisschen zirkeln drumherum. Auch mal so ein bisschen Ausschau halten nach irgendwelchen interessanten Leuten. Werf mal so einen Blick nach hinten und sagt zu Mr. Panara. Frage. Mr. Panara, Sie sind ja schon etwas länger in dieser Stadt. Kennen Sie die beiden? Ah, natürlich. Das ist Michel Evers, ein Franzose, geschätzter Handelspartner. Obwohl, so viel habe ich eigentlich gar nicht mehr mit ihm zu tun. Früher mal. Mhm. Ja. Wirkt so ein bisschen nachdenklich. Ja. Und die Dame natürlich, die muss man doch kennen, wenn man in dieser Stadt ist. Kennen Sie nicht? Erst wenige Tage hier. Ich lerne noch. Kennt Bruce diese Dame? Ein bisschen länger hier? Die verkehrt nicht in Kreisen, wo Bruce sonst verkehrt. Vielleicht hat ja, wenn du mal. Vielleicht hast du sie irgendwo mal schon mal gesehen, ja. Aber jetzt nicht wirklich mit Namen oder so. Okay. Ja. Alan Skillman heißt die Dame. Was macht die so, dass die hier so? Sie hat, glaube ich, eine Kunstgalerie. Ja, eine Künstlerin der Demokraten? Fragezeichen. Das würde mich überraschen. Grübelt so ein bisschen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie hier ist. Interessant. Interessant. Es hat sich jetzt schon gelohnt, herzukommen, Mr. Warren. Absolut, Sir. Ich habe nur mal so ganz kurz noch die Frage, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Wissen wir, dass der Mr. Panava ein Vampir ist? Ich weiß es nicht, ob der das... War ja zumindest bei dem Anfangsgespräch mit Veronica kurz davor dabei. Also Bruce hat, glaub, Bruce weiß ja. Es. Weil Bruce, ja, ja. Weil Anna Bruce gewarnt hat vor ihm. Ich weiß ich nicht. Glaub, wir wissen es auch, weil er mit Veronica ja gesprochen hat. Und hat Bruce uns nicht auch erzählt, dass er ich sie glaub, ich für Barbara aushorchen sollte? Ja. Also ich, ja. Stimmt, Veronica hat ihn als alten Freund vorgestellt und so, ja. 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 Okay. Bin gespannt, wie der sein Import-Export-Geschäft am Laufen hält. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, alles klar. Dann halten wir auch die Augen nach Adam auf und beobachten, was bei Sam und Andrew passiert. Oder Sarah und Anthony. Mhm. Von den Namen ihr noch gar nichts wisst jetzt, ja. Das gute Duo da Silva nähert sich dem auffälligen anderen Duo. Und, wahrscheinlich ja. Sind wir nicht unbedingt weniger auffällig. Naja, möchtest du nachhelfen? Ich weiß nicht. Das nicht schon allein über den Vorteil reichen müsste. Ja. Also, wenn der Vorteil alleine wird halt gegen die Dame nicht ausreichen, aber du wirst auf jeden Fall auffällig, ja. Ja, nee, weiter übertreiben müssen wir es nicht. Ja. Ja. Sie schaut auch in eure Richtung, während ihr dann näher kommt und
zieht so eine Augenbraue hoch und meint dann, unbekannte Gesichter. Guten Abend. Wie schmeckt Ihnen der Wein? Hervorragend, nicht wahr? Ganz ausgezeichnet. Wiegt so das Glas so. Ja, ja. Ist das Wein? Also bewegt sich das in dem Glas wie das Wein? Bewegt sich wie Wein, ja. Okay. Ein bisschen auffällig. Das muss nichts heißen, ich wollte gerade sagen. Da zapft man einfach ab, gibt ein bisschen Blut von dir dabei, passt schon. Das ist ja eine Wahnsinnsparty hier. Sie ist gerade um noch ein paar Prozentpunkte besser geworden, wenn ich das Kompliment mal aussprechen darf. Dankeschön. Haben Sie diese Party mit organisiert? Oh nein, ne, ich hätte nicht so eine heruntergekommene Location gewählt. Ich ja, es ist keine Großstadt. Ich denke, allzu wählerisch kann man hier nicht sein. Das ist richtig, ja. Kann sich auch nicht jeder leisten, was. Ja. Allerdings muss man ja manchmal schauen, was andere so machen, nicht wahr? Ja, wir haben gehört, dass es morgen sehr spannend werden könnte für beide Seiten. Oh, Spannung ist immer eine gute Sache. Kommen Sie von hier? Wir sind erst seit kurzem hier in der Stadt. Oh, und wahlberechtigt. Ja. Und noch unentschieden wahrscheinlich. Oder gehört Ihre Stimme dem guten Shane? Ich persönlich mache mir normalerweise nicht so viel aus Politik. Und nachdem wir erst sehr kurze Zeit hier in der Stadt sind, finde ich das auch wirklich eine schwierige Entscheidung. Vor allem, also nach diesem Zeitungsbericht, nach diesen Vorfällen auf der Modenschau. Sie blickt jetzt so Richtung Andrew und zieht so ein bisschen die Stirn. Seit kurzem hier, hä? Also, eine Woche ungefähr? Oder, Liebling? Jetzt macht sie ein noch interessierteres Gesicht. Ja, Liebling, sag mal. Ne, schaut so, eine Woche passt ungefähr, ja. Meinen Sie, an diesem Zeitungsartikel ist was dran? Also wegen Drogenmissbrauch oder... Oh, Zeitung. Tut mir leid, ich lese keine Zeitung. Habe ich mir abgewöhnt. Also, da steht ja nur Schund drin. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Ja, ich könnte die... Jones würde niemals Drogen nehmen oder sowas. Ich habe die Gerüchte gehört, ja. Nein. Hat er denn sonst gesundheitliche Probleme? Weil eigentlich wirkt er sehr jung und vital. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass die Zeitung da irgendwas unnötig aufgebauscht hat. Oh, ich bin sicher, dass die Zeitung sehr viel unnötig aufgebauscht hat. Allerdings, wenn Sie mich fragen, nicht unbedingt zum Schlechteren. Ich halte den Mr. Jones politisch für nicht tragbar. Können Sie mich da weiter aufklären? Wie gesagt, er ist Demokrat. Was? Wir hatten ja auch einen demokratischen Präsidenten und so richtig schlecht für das Land war er eigentlich nicht. Der Schwarze. schaut sich so um, weil es immer eine demokratische Wahlveranstaltung so. Ja, also ich meine, er hat dem Ansehen der Vereinigten Staaten im Ausland durchaus geschadet, ja. Nein, kam das durchaus zugute.
Er hat dieses Land verkauft, Miss. Verkauft. Das Silber. Verkauft an wen? An die Europäer. Oder an die Russen, wer weiß schon. Amerika muss stark sein, Mr. Silver. Wird wohl seinen Grund haben, warum sie mit diesem Namen hier sind, nicht wahr? Was wollen Sie jetzt damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Oh doch. Will ich das? Die Familie meines Mannes blickt schon auf eine sehr lange Tradition hier in den Vereinigten Staaten zurück. Blickt auf Andrew. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Verzeihung, ich war abgelenkt von der Wein. Mir gefällt das nicht, was sie Andrew die ganze Zeit für Blicke zuwirft. Ja, sie macht ihm schöne Augen. Sagt ihr Begleiter eigentlich auch irgendwas? Hat der irgendwie Notiz von uns genommen? Oder? Der steht da ziemlich steif, wie so ein Zweig in der Gegend. Weil viel mehr Breite als ein Zweig hat er auch nicht. Ja, diese Nadelstreifen, die er trägt als Anzug, ist halt auch noch, es unterstützt die Höhe und die Dünnigkeit von diesem Mann auch noch. Aber er ist auffällig parfümiert, das merkst du jetzt, wo du, ja, wenn du versuchst, Sinneseindrücke wahrzunehmen. Der trägt eine Parfümwolke mit sich herum. Aber warum sind Sie denn eigentlich hier auf dieser Party? Wie ich schon sagte, man muss ja manchmal sehen, was die anderen so machen. Vielleicht hat Mr. Jones ja auch noch ein paar gute Argumente. Nee, ich schätze, wir werden bei dieser Wahl von unserem Wahlrecht keinen Gebrauch machen. Oh, das wäre schade. Es wäre nicht fair mit so wenig Informationen. Und nachher stimmen die Gerüchte auch noch. Wer weiß. Es ist halt... Der andere Bürger, also der amtierende Bürgermeister, scheint nicht wirklich mit seiner Politik zu überzeugen und ein paar Fehlentscheidungen getroffen zu haben. Aber er hat sich bisher auch noch nicht bewiesen. Und ich meine, Slogans kann jeder rausblasen. Ach, und ja. Dann eben diese Gerüchte. Manchmal ist Politik etwas anstrengend, nicht wahr? Wie gesagt, ich interessiere mich im Allgemeinen nicht so sehr für Politik. Das ist völlig verständlich. Aber gute Partys schmeißen die Politiker. Das ist allerdings wahr. Nun, dann... Das Nachtleben in dieser Stadt nicht allzu gut bestellt ist, nutzt man eben die Gelegenheit. Ja. Es war schön, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Silver und Herr da Silva. Ja, aber auch schön, Sie kennengelernt zu haben, Miss Skillman. Ellen Skillman. Noch einen schönen Abend. Ich denke, wir hören noch voneinander. Ich denke auch. Lächelt so auffällig an dir vorbei Richtung Andrew. Ja, ich weiß ja jetzt auch, wer sie ist. Ja. Dann würden wir mal noch ein bisschen weiter pilgern. Mhm. Und vielleicht so langsam, aber sicher noch die Runde durch den Raum vollenden und dann auf Isaiah und Angela steuern wieder. Ja, Angela und Isaiah und Bruce und Mr. Panava konnten deutlich sehen, halt, wie die miteinander gesprochen haben.
ja, wie die Dame, während dieser schlanke, dürre Kerl sie mehr oder weniger ignoriert hat, hat die Dame sich angeregt mit denen unterhalten und vor allen Dingen Andrew sehr auffällige Blicke zugeworfen. Könnte man bis quer durch den Raum sehen. Oder Bruce wird sich die Dame gerne mal mit Sense the Beast anschauen. Mhm. Also ob an der irgendwas... Weil, auch wenn er davon eher nicht so viel Ahnung hat, aber wenn wirklich so der Großteil aller Blicke auf sich auf dieses Pärchen Richtung jetzt halt auf die vier gespannt, dann ist das durchaus doch etwas komisch. Dann würde ich immer schauen, ob diese Dame irgendwie ein Biest in sich trägt. Ja. Dafür musst du nichts würfeln, ne? Es geht da automatisch, ne? Ja, das geht automatisch. Wenn ich jetzt noch herausfinden wollen würde, ob sie irgendwem vorhat zu schaden oder so, müsste ich Resolve und Animalism würfeln, aber würde ich jetzt wohl nicht. Also du nimmst eindeutig, dass das Tier in beiden von diesen merkwürdigen Gestalten war. Sehe ich noch mehr Leute, außer die ich natürlich kenne? Also ja, wenn du dich umsiehst, siehst du tatsächlich, dass hier auch einige andere der anwesenden Vampire sind. Mhm. Vielleicht ich würde aber 5, 6 andere hier. Ach du Scheiße. Also außer euch, natürlich. Ja. Das macht das Ganze noch schlimmer. Viele davon sind auffällig in den Ausgängen postiert. Oh Gott. Mhm. Und von der Band, wenn du nach draußen guckst, die Band sind auch Vampire. Ja. Bruce würde sich halt primär einmal so generell umschauen, weil das ist auch generell Bruce Art wahrscheinlich und das dann so, es ist auch sowieso ein passiver Effekt. Und dann, er kann es nicht wirklich tun, aber er würde schlucken. Und zwar ganz, ganz tief schlucken. Mhm. So, dass man es hört. Wenn er es könnte, also wenn er es könnte, natürlich. Du kannst es, muss. Nee. wenn er dann quasi einmal mit dem Scannen durch ist, würde er sich auch nochmal einmal währenddessen Mr. Pnava anschauen, ob er irgendwie auch besonders interessiert auf dieses Pärchen jetzt schaut. Na, der ist eher interessiert. Also so. Mhm. Wie so, also wenn du ihm jetzt eine Tüte Popcorn reichen würdest, der würde wahrscheinlich einen. Aber er schaut schon aufwendig auf dieses Pärchen. Ja. Aber wer in diesem Moment nicht unbedingt, also es sind sehr viele, die gerade da hingucken. Dann, also ich gehe mal davon aus, dass Isaiah und Dr. Angela noch ein bisschen vor uns stehen, die waren ja in der Reihe auch vor uns. Dann würde er ihn so ganz leicht antippen. Sir? Mr. Warren. Sollte man diese beiden Personen erkennen? Sie scheinen ja durchaus Blickfänger zu sein. Ich will mich nicht blamieren, sollten. Ich bin nicht normalerweise in so Kreisen. Nun, sollte man sie kennen? Miss Gilman, glaube ich, mehr als den Herrn. Ist sie eine politische Größe hier? Ich glaube nicht, dass sie großartig daran Interesse hat. Aber zumindest... Nun, hat sie eine Aufgabe hier in dieser Stadt... Eine Aufgabe, Sir? Nun, es gibt manchmal Leute, die Partys schmeißen, wissen Sie? Und tatsächlich nicht, aber okay. Ja. Sie schmeißt exquisite Partys mit, schaut sich so um, exquisiter Beteiligung. Und nicht jeder darf ihn, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ah, natürlich. Außerdem kann sie ganz gut dafür sorgen, dass bestimmte Leute in der Stadt da sind, wo sie das gerne hätte. Bruce zieht so eine Augenbraue hoch. Okay, Sir. Sagen wir so, wenn Sie sich mit ihr unterhalten, Mr. Warren, und sie möchte, dass Sie ihr folgen, dann ihr ist nur schwer, einen Wunsch abzuschlagen. Er schaut so auf die Dame mit diesem üppigen Dekolleté. Ich verstehe. Genau.
Nun, es scheint so, als würden sich alle dem Pärchen vorstellen. Sollen wir nun auch dorthin? Oh, ich habe schon lange nicht mehr mit Miss Gilman geredet. Irgendwie ist es mir... wir beide kommen nicht ganz gut miteinander klar. Aber Sie können gerne dorthin gehen und sich hier vorstellen, wenn Sie Interesse haben an der Dame. Nein, danke, Sir. Und er bleibt so brav an seiner Seite. Es wäre nur eine Formalität. Wenn es nicht nötig ist, dann bleibe ich natürlich bei Ihnen. Sie ist zwar eine äußerst attraktive Dame, aber... naja. Für meine Geschäfte manchmal nicht ganz so angenehm im Umgang. Die bereitet Ihnen Probleme? Nein, nicht wirklich. Na, gut. Sagen wir so, das Äußere täuscht mich inzwischen nicht mehr so. Aber ich bin ja auch aus der Zielgruppe heraus. Ich bin ein älter Mann, wenn Sie wissen. Ja. Er nickt so beschwichtigend. Kein Interesse mehr an diesen Äußerlichkeiten. Obwohl, wenn ich mir Ihre Begleiterinnen da so anschaue, fürs Auge ist es immer schön. Durchaus, auch ja. Sie sehen in dieser Uniform übrigens mal wieder hervorragend aus, Mr. Warren. Er wirkt nicht unbedingt angewidert, aber ich finde es gerade selber schwer zu beschreiben. Er findet das irgendwie komisch und dann nickt er so, danke sehr, Sir. Richtet sich so ein bisschen gespielt, die Fliege, die er da hat und so, und wahrscheinlich hat er ja diese weißen Chauffeurhandschuhe an, so, die sich so einmal bricht. Sie sehen natürlich auch wieder gut aus. Wie immer. Sehr adrett. Da vorne gibt es Häppchen. Passen Sie ein bisschen auf, Mr. Warren. Ich habe gesehen, wie Sie sehr gekonnt sich umgesehen haben. Genau deswegen habe ich Sie ausgesucht, mich zu begleiten. Das ist hervorragend, wie Sie das von sich aus machen, ohne dass man Ihnen das sagen muss. Das ist doch meine Aufgabe gewesen, oder? Ja, richtig. Hervorragendes Personal zu finden ist so schwierig in dieser Stadt. Diese Stadt ist auch durchaus nicht so groß. Aber ich gebe Ihnen da durchaus recht. Halten Sie weiter wachsam, alles im Blick. Ich habe das Gefühl, es liegt etwas in der Luft. Ich werde die Augen offen halten. Sie sagten, Sie kennen die Band? Ja. Nein, die Band direkt nicht, aber ich kenne jemanden, der die jemanden kennt, der jemanden kennt, der die Band kennt. Miss Gilman. Ah. Aha. Oh, sehr interessant. Also, nur mal, Ute. Also, Mr. Panava und Bruce hatten sich jetzt auch, also, die wissen ja voneinander, dass sie und so Vampire sind und so. Ja? Dann würde er sich so einmal, ich glaube ja, wir hatten das mal erwähnt. Also, du weißt, dass Mr. Panava Vampir ist, ja? Mr. Panava hat sich dir gegenüber nie so geäußert. Es ist ja sowieso ziemlich obvious. Er wird sehen. Mr. Panava? Bruce würde sich so ein wenig Mr. Ward. Auch sich so ein bisschen tiefer lehnen, wie auch immer. Gerade in Bezug auf die Band habe ich einige Bedenken. Ist das so? Ja. Ja, es ist eine Country-Band, ich weiß. Nicht Sie nur spielen aber keinen rumänischen Polka. Nicht nur bezüglich der Musikwahl. Das Genre. Ah, verstehe. Dann behalten Sie sie gut im Auge. Wir wollen ja nicht, dass ich oder mein Geschäft überrascht wird. Das will wirklich keiner, Sir. Nun? Sie wollen zu den Häppchen? Ja, ich soll ich Ihnen etwas mitbringen, während Sie sich mit der Band befassen? Das natürlich, Sir. Käse oder Wurst? Hervorragende Blutwurst habe ich dort drüben gesehen. Die Wahl obliegt Ihnen, Sir.
Staudensellerie. Sie ist ein Staudensellerie-Mensch. Schaut 20 runter, wenn Sie das meinen, Sir. Sie müssen auf Ihre Linien achten, Mr. Warren. Jetzt, natürlich, Sir. Jetzt, wo Sie eine kleine Familie und ein kleines Eigenheim haben. Woher weiß... Kamera. Ey, der hat das Ding bezahlt, Mann. Was denkst du denn? Ja, ist okay. Ja, Bruce hat ja probiert das irgendwie, also hat ja Anna nie erwähnt, aber okay. Ja, ja. Naja, dann natürlich. So. Gut. Und, er wird's ja, also dann würde ich, dann würde sich Bruce nochmal die Band nochmal genau anschauen. Eben auch mit dem Wurf. Um herauszufinden, ob die irgendwie. Oh. Ja. Also steht halt, whether the person is prepared to do harm or even determined to cause it oder sowas. Mhm. Also, ob man da irgendwas erkennen kann. Dafür muss ich Resolve und Animalism gegen Composure und Subterfuge würfeln. Mhm. Und sollte das ein Crit sein, dann frage ich auch unbedingt noch genau, also um was für eine Art von Bestie es sich bei denen handelt. Also ob das auch Werwölfe sind oder whatever. Ah, okay. Jetzt würde ich mal das erste Mal meine tollen neuen Vampirwürfe hier auspacken. Resolve und Animalism. Ja, es geht noch. Okay. Mhm. Zwei Erfolge. Ja. Ja, ich habe einen Erfolg mehr als du. Aber ich biete dir an, einen fiesen, also dass es gelingt gegen Aufschlag. Warte, das ist so ein Gesichtswürfel-Ding. Ja, ist okay. Der guckt auch noch so böse. Ja, genau. Ja, gut. Aber ich denke, es erst, bevor wir das irgendwie zur Sprache bringen, springen wir nochmal zu Angela und Isaiah, die ja sich auf den Weg gemacht hatten. Genau. Wir wollten, während alle noch reden, ihre eigenen Dinge nachgehen, wollten wir gucken, dass wir ein bisschen vielleicht uns auch noch umschauen. Genau. Irgendwelche anderen interessanten Menschen, wo Networking tatsächlich Sinn ergeben würde oder sowas in der Art, eventuell. Außer halt den, der Alan und Michelle hieß er? Michelle, ja. Mhm. Ja, ja, sonst sind jede Menge Leute hier. Also nach was sucht Dr. Angela denn bei Networking? Sehr wichtig aussehende Leute. So ziemlich die Hälfte aller Leute, die hier sind wichtig aus. Okay. Ich suche nach Leuten, die ich von dem Wahlkampfbüro und von dem den anderen Fiaskos, die ich bisher so verursacht habe, kenne. Ja, da findest du auf jeden Fall welche, ja. Wie wirken die so? Sind die so drauf? Angespannt, das wirken irgendwie so, ja. Große letzte Veranstaltung und so. Mhm. Ist der programmpunktmäßig, kommt irgendwie nachher so eine Rede von dem? Mhm, ja. Das ist der Plan? Okay. Ja. Okay. Und es gibt wahrscheinlich hier irgendwie so eine kleine Bühne oder sowas. Ja, da steht momentan die Band drauf, genau. Und okay. Schrummelt da ein bisschen. Draußen? Ja, genau. Draußen ist die Bühne. Ja. In so, okay, kleinen, also... Zelt. So, ja. Nice. Drinnen ist halt, das ist halt so ein Restaurant-Ding. Da sind halt Stehtische. Ja, ja. Da haben sie keine Bühne aufgebaut. Anscheinend hat man mit besserem Wetter gerechnet. Mhm. Aber draußen ist halt auch ein großes Zelt, wo diese Bühne halt drin ist. Man hört, dass die Band halt auch bis nach drinnen, weil alle Türen offen sind und so. Mhm. Ja. Es ist Oktober in Texas, es ist noch eigentlich relativ warm. Warm ist es, es ist nur nass. Ja. Angenehm. Ein schöner Sommerregen. Ja.
Sommer vielleicht nicht mehr so ganz, aber. Ja, ja. Ja, so vom Feeling her. Ja, ja. Aber ich bin, glaube ich, geneigt mich einfach wieder an. Boah, gibt's irgendwie so ein, ich weiß nicht, so Backstage, wo halt der Bürgermeister jetzt gerade sein würde? Ja, durchaus. Müsste man halt hingelangen. Das sind so, ist so eine Kante von Typ, der davor steht mit grimmigem Gesicht. Ein Afroamerikaner. Ich weiß, Moment, muss mal kurz würfeln. Ja. Ja. Ja, nee, ich glaube, ich möchte mich eigentlich nicht direkt mit den Leuten anlegen. Gibt es irgendwen, der aussieht wie ein Arzt? Wie ein Arzt? Oder höre ich irgendwen, der sich vielleicht als Doktor irgendwas vorstellt oder jemanden, der mit Doktor irgendwas angesprochen wird? Mhm, ja, durchaus. Ich glaube, das ist tatsächlich so am ehesten die Rege an Menschen, wo ich mich eventuell hinbegeben würde, um so ein bisschen, wie gesagt, Networking zu betreiben, aber ich möchte ja im Endeffekt auch einen Job finden. Mhm. Weiß nicht. Okay, dann mach würde mal. Würde ich mich da ganz gerne mal vorstellen oder so. Mach mal Charisma und ja, zum Vorstellen, was nehmen wir da? Etikette? okay, gut. Es sei denn, du willst da jetzt irgendwie so verführerisch irgendwie auftreten, dann kannst du auch Persuasion nehmen. Ich würde offensichtlich eher mehr mit meinen medizinischen Kompetenzen. Ja gut, dann mach mir ein bisschen dazu, das geht auch, ja. Ah, oh, cool. Mhm. Zwei Erfolge, immerhin, ja. Ja gut, dann hast du irgendwie zwei Leute kennengelernt, würde ich sagen. Mhm. So in der Kürze der Zeit. Einmal ja so ein Unterarzt quasi vom Hospital. Irgendwie so ein 0815 Arzt so im ja. Schichtdienst namens Larry Dover. Und ein Kollegen von ihm, der allerdings ein selbstständiger Mediziner ist. Der okay. heißt Ray Hatfield. Okay. Das die ist unterhalten doch gut. sich gerade. Haben anscheinend früher mal zusammen im Krankenhaus gearbeitet und Ray hat sich halt selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis. Und, ja. Aber hätte ich auch so ein bisschen, ja, was für Spezialisierungen und wie insgesamt sieht halt so die sieht es momentan im Hospital aus, so die generelle... ja, Ray ist halt Allgemeinmediziner und sein Kollege ist Chirurg. Gibt es irgendwelche Spezialisierungen oder sowas vielleicht im Hospital? So. Oh, so ein bisschen Smalltalk einfach. Ja. Ärzte-Smalltalk. Ja, das Krankenhaus hat jetzt keine wirkliche Spezialisierung irgendwie. Das ist halt so ein. Ja, sind ja, froh, dass sie hier in der Wüste Krankenhaus haben. Ja. Verständlich. Sehr gut. Ja. Ansonsten würde ich mich an eventuell von Isaiah zu irgendwelchen komischen Politikern oder sowas leiten lassen, wenn er da irgendwas machen möchte. Genau. Nee. Ich glaube, ich möchte mich erstmal wieder mit unseren Kollegen regroupen, bevor wir jetzt irgendwie hier anfangen, uns an potenziell vampirischen Wachen vorbeizuschleichen. Ja. Ich möchte gerne vermeiden, gleich in der Luft zerrissen zu werden. Komisch. Ich würde gerne mit Andrew noch reden auf dem Weg zu dem Platz. Ja, mach mal. Was hältst du von dieser Toreador? Ich weiß nicht, die hat mir so komische Blicke zugeworfen, als ob sie mich kennt. Wahrscheinlich kennst du dich aus der Zeit, wo du das erste Mal hier warst. Das wäre möglich. Dann war das vielleicht wäre, keine
passende Tarnung gewesen, die wir uns da zugelegt haben. Nein. Würde ihren Witz über den Nachnamen ein bisschen erklären. Weil du einen anderen Nachnamen benutzt hast. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wirkt so ein bisschen verloren. Denkst du, du hast eine Chance, gegen sie den Platz im Rat zu bekommen? Ich hab was? Ob du eine Chance hast, den Platz im Rat gegen sie zu bekommen? Ich wusste bis jetzt nicht, dass es Toreador gibt in dieser Stadt, aber... Doch, das wussten wir. Ja, aber nicht welche. Ist schon eine beeindruckende Frau, nicht wahr? Aber ich denke, du könntest locker mit ihr fertig werden, wenn du wollen würdest. Es wäre jetzt nur eigentlich interessant zu wissen, wer dich vielleicht doch sofort wiedererkennt, bevor wir uns auf irgendwie weitere Gespräche einlassen, die dann sehr seltsam werden. Das war. Ich hatte diese Sache überhaupt nicht so richtig gedacht. Vielleicht war es auch keine gute Idee, dass ich mitgehe. Jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich wüsste nicht, wen ich kenne und wen nicht. Meinst du, dieser Typ neben ihr ist auch einer von uns gewesen? Der ist auf jeden Fall eine ziemlich auffällige Person, sagen wir es so. Weiß nicht, ob er einer von uns ist. Kann gut sein, wenn er mit ihr rumhängt. Ja, wir sollten wohl dringend zu Angela und Isaiah zurück. Ich habe Adam hier jetzt bisher noch nicht gesehen, aber das heißt ja nicht, dass er uns nicht vielleicht von irgendwo versteckt beobachtet. Dass er sich hier gar nicht offen über die Fläche bewegt. Der Bürgermeister ist ja auch noch nicht da. Nicht da, oder zumindest nicht hier im Hauptsaal. Stimmt. Aber ich denke, wenn er mit dem zusammenhängt, dann wird er auf jeden Fall noch aufkreuzen, wenn der Bürgermeister hier offen auftritt. Frage ist jetzt, was machen wir mit der Situation jetzt? Hier irgendwie einen Skandal vom Zaun brechen? Wir sollten erstmal mit den anderen reden, ob ihnen auch noch was aufgefallen ist. Ja, da vorne. Vielleicht können wir uns ja irgendwie unauffällig vorstellen. Und ein bisschen Smalltalk mit den beiden halten. Gut. Isaiah steht da drüben am Ausgang und Angela, Moment, eben war sie noch da an dem Tisch mit den komischen Herren da. Wo ist sie? Würde ich auch mal nach Angela schauen. Ja. Taucht dann in dem Augenblick irgendwie in der Nähe von Isaiah wieder auf, weil gerade da unterwegs war. Ja. Guten Abend. Gehen rüber. Darf ich vorstellen, Da Silva? Du siehst, dass ich erstmal so eine Sekunde brauche. Moore! Jessica Moore! Schön, Sie kennenzulernen! Gefällt Ihnen die Feier? Ein wenig klein und überschaulich, aber kann mich nicht beschweren. Es sind ja durchaus illustre Gestalten hier unterwegs. In der Tat, in der Tat. Sind Sie schon länger hier in der Stadt? Seit einer knappen Woche. Und Sie selber? Oh, tatsächlich. Was für ein Zufall. Die ersten, die so neben euch stehen, wenden sich so, Smalt, hinten ein bisschen weg. Also bla 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 bla. Ja. Genau. Smalter. Bla bla bla. Smalter. Genau das. Springen wir mal kurz wieder zu Bruce, der nach draußen durch den Regen stapft in Richtung Zelt mit der Band.
Ach so, die ist noch gar nicht im Raum. Nee, die Band spielt ja draußen, habe ich ja eben gesagt. Ach so, ja, dann mal draußen einmal. Ja, du stellst fest, dass, du kannst ja, ob jemand direkt irgendwas Böses oder so ab, also ob jemand, ja, was Böses im Schilde führt gegen dich oder so. Mhm. Das nicht direkt, aber die sind schon ziemlich das Tier in denen ist angespannt. So, als ob die auf irgendwas warten so würden. Lauernd, also, würdest du. Genau. Also das ist dieses, das Tier in dir regt sich und rumort und du hast so einen kleinen Fluchtinstinkt im ersten Augenblick. Irgendwie so ein bisschen wie der Hund, der den Schwanz einzieht, wenn er einen größeren Hund trifft. So das erste Gefühl. So. Und dann okay. in dem Moment ist halt der einer der Bandmitglieder am Kontrabass schaut halt genau in dem Moment in deine Richtung. Und runzelt so die Stirn. Ja, wie gesagt, Bruce hat ja wahrscheinlich auch nicht gerade diskret irgendwie auf diese Band halt so geschaut und ja, wahrscheinlich dauert es auch noch einen Moment, bis er dann realisiert, dass er zurück angestarrt wird und schüttelt dann so den Kopf und würde sich dann wieder verziehen wollen. Würde dann nochmal so einen Blick nach hinten werfen. Vielleicht auch noch so eine Braue hochziehen, so. Schaut er mich immer noch an? Ja. Verfolgt dich mit seinem Blick. Mhm. Geht jetzt so einen Schritt nach vorne und zu seinem Bandkollegen und der guckt jetzt dann auch in deine Richtung. Dass er ihm was ins Ohr geflüstert hat. Mhm. Scheiße. Ja. Ja, so eine Fahrerausrüstung sieht jetzt auch sehr auffällig aus, wenn man direkt da der mit der Fahrerkostüm, ne? Ja, findet sofort. Ja, dann würde Bruce sich wieder zu Mr. Pnava begeben. Mhm. Ja. Also, das ist wahrscheinlich jetzt in einem anderen Ort. Die sehen uns jetzt nicht mehr, ne? Also, ist ja wieder drin. Ja, du kannst dich wieder unter die Leute mischen, ja. Genau. Dann, so. Nehme ich wieder so. Er hat so zwei Schnittchen in diesen langen Händen. Mr. Warren, Blutwurst oder Käse? Ich nehme den Käse. Reicht dir die Käse? Schaut sich dann um, schmeißt die Blutwurst hinter sich. Ja, Bruce, also je nachdem, wie groß die Schnitte ist, macht er mal einen riesigen Haps und haut das Ding weg. Ja, also er hat das so hinter sich in so einen Blumenkübel geschmissen. Und? Ist dann, gibt da vermutlich ein kleines Problem. Wie war der Käse? Sehr gut, muss ich sagen, sehr gut. Schmeckt durchaus pikant. Also. Aber das ist gerade nicht wichtig, Sir. Und er dreht sich so ein bisschen so zurück um. Vielleicht so ein bisschen Rücken weg von den anderen. Ich glaube, es gibt da ein Problem mit der Band. Inwiefern? Naja. Sie scheinen unlautere Ziele zu haben. Oder zumindest warten sie auf irgendwas. Wirken komisch auf mich. Und einer scheint mich auch zu beobachten, als ich nach draußen trat. Kannst ihm nicht verübeln. Bruce zuckt so mit den Schultern. Solange sie nur Musik spielen, denke ich, haben wir nichts zu befürchten. Sie sind da ziemlich auf dieser Bühne ziemlich, prominent, würde ich sagen. Man sieht sofort, wenn sie irgendetwas anfangen zu tun, nicht wahr? Durchaus, aber haben sie denn auch vielleicht teilweise mehr als ein Auge auf sie? Sie sind mir wirklich absolut nicht geheuer. Mhm. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen Musik hören, nicht wahr? Vielleicht gehen es die mit und vielleicht tanzen wir ein bisschen. Ich würde vielleicht nicht gerne draußen wollen. Der eine. Sie werden ja beobachtet, das ist wahr.
Der Kontrabassspieler scheint mich nicht zu mögen. Dann lassen Sie uns doch Ihre Freunde suchen. Vielleicht tanzt jemand von denen mit mir. Wenn Sie das für nötig halten, Sir. Bruce macht sich wieder gerade. Schaut absolut unbegeistert von der Idee aus, aber... Ja. Ja, die anderen unterhalten sich währenddessen in der Ecke von dem Raum. So, ihr habt so ein bisschen Privatsphäre, weil alle anderen ein bisschen angeödet von eurem Smalltalk waren, der wirklich total belanglos war. Was habt ihr rausgefunden? Also diese etwas auffällige Frau ist auf alle Fälle Ellen Skillman. Wir wissen, eine, dass sie Künstlerin Toriador ist. Okay. Sie hat ein Atelier hier. Habt ihr was mit diesem Kerl rausgefunden? Wir wissen, dass er mal Geschäfte mit Pranava gemacht hat. Aber gehört das ist auch so. Bitte? Gehört der auch zu uns? Konnten wir nicht sagen, nein, keine Ahnung. Und wirklich mehr haben wir auch nicht herausgefunden. Interessant ist, dass dieses Skillman wohl keine Freundin der Demokraten ist. Ja, Pranava hat auch gesagt, dass er verwundert ist, dass sie hier ist. Hätte sie nicht hier erwartet. Hat Pranava nicht auch selbst gesagt, dass er selber auch kein großer Fan ist, sondern eigentlich nur so guckt? Na. Könnte fast denken, dass hier heute noch irgendwas passiert. Mhm. Möglicherweise nimmt die Kamerilla das Problem selbst in die Hand. Wäre das nicht irgendwie ziemlich auffällig? Warum dann lasst uns vorschicken? Neue Entwicklungen? Die Frage ist, habt ihr großartig was zurückgemeldet und großartig was erreicht in den letzten Tagen? Naja, wir haben für 2 Zeitungsmeldungen gesorgt, die nicht gerade gut waren für die Gegner. Ja. Also. Ja. Ich würde sagen, wir warten bis Johns auftritt und damit wir wissen, wo er ist und damit wir ihn. Naja. Danach müssen wir einen Plan durchziehen können. Es dauert ein bisschen. Pranava und Bruce machen sich in so eine große Runde durch den Raum, bis sie irgendwie sich euch nähern und dann sich zu euch in die Runde stellen, als dann der Bürgermeisterkandidat in so einer Traube Bodyguards ankommt, zusammen mit seiner Familie von draußen vorgefahren wird. Ist er denn da auch dabei? Ja, sowohl Adam als auch Lillian sind dabei. Also ich würde, glaube ich, den Kopf ein bisschen einziehen. Also du hast tatsächlich mal überlegt, ob sie sich besonders groß macht. Ja, die macht gehen, nicht besonders groß. Die gehen beide halt wie ein Pärchen halt hinter der mit dem Bürgermeister und seiner Frau her. Kommen die nah an uns vorbei oder? Ja, ihr seid in so einer abgeschiedenen Ecke und die sind halt jetzt am Haupteingang. Okay, ich stapfe mit erhobenem Haupt dahin. Schönen guten Abend, Adam. Bleib so einen halben Schritt hinter ihr. Um eingreifen zu können, oder was? Du läufst dir hinterher. Und ach, hi Lillian, schön, dass du hier bist. Und ich gucke beide einfach nur... Ja, beiden entgleisen die Gesichtszüge, als sie dich sehen. Lillian etwas mehr als Adam. Und
Ja, aber man drängt sich so irgendwie relativ schnell, weil die halt in dieser Bodyguard-Traube stehen, irgendwie an euch vorbei. Und Lillian schaut so, wird so ein bisschen von Adam mitgerissen, weil die dem Tross halt so folgen, schaut aber so in deine Richtung. So total ungläubig. Und jetzt auch noch abhauen, ha? Und ich da noch so ein bisschen hinterher. Ja. Und ja, die verschwinden dann erstmal in einem kleinen Backstage-Bereich, laufen dann irgendwie durch. Und man hat halt auch irgendwie gesehen, der John hat halt irgendwie zu Adam gesagt und der so, ja, ich kümmere mich drum oder so, Gesten gemacht. Dann verschwinden sie aber erstmal in so einem Separé. Und ja, wenn Dr. Angela so laut irgendwie und jetzt sich auch noch verziehen irgendwie hinterhergerufen haben, irgendwie so, werden die Leute so aufmerksam, oh, was ist denn da los? Jetzt war Action auf der Party hier. Ja, genau. Angela macht jetzt ganz alleine, was wir in einer Woche nicht hinbekommen haben. 3 Leute den Kopf abreißen, fertig. So ein Typ stellt sich so neben dich und meint so, neben Angela und meint so, kennen Sie den? Du bist gemutet. Mein Ex, wir haben uns auf nicht besonders nette Weise voneinander getrennt. Ah, zückt so ein Stift, schreibt, danke, wie war Ihr Name? Jessica Moore. Jessica Moore. Interessant. Ja. Und, du bist gemutet. Du bist gemutet, Fermin. Sorry. Es war ja nicht nur mit dem Verlassen getan. Erzähl ruhig von dem Kind, was du seinetwegen verloren hast. Oh. Es geht so ein Raunen so durch die Leute, die so in eurer Nähe stehen. Kein Thema, worüber ich gerne reden möchte. Und ich versuche so ein bisschen, ne, so dieses... Ja. Manipulation und Performance, bitte. Okay. Ich gebe dir 2 extra Würfel, weil du gerade echt sauer bist. Kannst die betroffene Frau gerade ziemlich gut spielen, glaube ich. Bruce wird übrigens auch sichtlich erschüttert, als er das hört. Ja. Ja. 3 Erfolge, ja. Ja, alle so, oh. Ja, nein, ein weiterer kommt hin und mit so einem Fotoapparat. Darf ich ein Foto von Ihnen machen, Miss? Bitte. Sie müssen uns die Geschichte echt erzählen. Und klick, als du so machst du sofort so Blitz. Ja. Bitte momentan keine Fotos. Das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich ziehe Isaiah schnell ran, so, du als der Anwalt kannst für sie sprechen. Ich greife nach der Kamera und ich nehme die. Ja. Bitte entschuldigen Sie, meine Mandantin wünscht keine Fotos. Und ich nehme die wirklich weg und wieder Spaß mit. Ah, okay, ja. Ja, es gibt da so ein bisschen Aufruhr und ja, die ersten Security-Leute laufen so in eure Richtung. Und ja, die Band hört auf zu spielen. Und ja, so ein bisschen Kuddelmuddel und ich finde, das ist ein schöner Punkt, um für heute die Session zu beenden. Sehr schön, ja. Oh shit. Da ging es nochmal ziemlich abwärts in den letzten 2 Minuten. Ja, schön. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Und dafür fürs im Chat sein. Buh-Zugabe, ja. In 2 Wochen geht es weiter. Leiten. Und ja, macht mir, weil jetzt geht's ja langsam ans Eingemachte. Das ist ganz, ja. Ganz gut, ganz cool, finde ich. Ganz gut gemacht. Auf die christlichste Art und Weise werden wir in 2 Wochen zur Osterfolge richtig genau auslassen. Dann, könnt ihr alle auferstehen, ja. Dann wird geregelt. Dann werden sich hier die Story-Fäden auflösen und, ja. Und ihr habt andere Vampire kennengelernt, das ist sehr schön, ja. Und uns jetzt vielleicht in einem Raum voller Vampire so richtig in die Scheiße reingeritten, aber hey. Ja. Ob das was Gutes ist, ist so eine andere Sache. Ja. Ach,
Wir sind doch nette Leute. Mit uns kann man doch reden. Ja, der Percy ist im Urlaub und kann nicht leicht live dabei sein. Nein. Tja, Percy, man muss Prioritäten setzen. Also. Ja. Außerdem, ist ja gut, wird ja alles verewigt, ne? Ja, kannst du alles nachschauen, ja. Ich komme auch 2 Tage vorher extra aus dem Urlaub zurück, nur um Vampire zu spielen. Ja. Sams Manipulationsskills sind ein, ja, sehr schön, die finde ich auch immer sehr gut, ja, sehr, ja, cool. Die Idee war echt gut, ich hätte noch irgendwas gesagt von wegen, ja, und hier in Antonio, San Antonio, Scheiße gebaut und sowas in der Art, aber das mit dem Kind ist tatsächlich... Wenn der Reporter den Block zückt, dann... Ja, die Presse ist natürlich da, also... Und ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen an, Moment, nicht, dass ich jetzt Falsches sage, für das Foto aus dem Thumbnail nochmal Danke sagen an Little Red Dot, könnt ihr finden auf Twitter, Little Red Dot, das ist die Dame, die da abgebildet ist, die mir ihre Erlaubnis genommen hat, dass ich sie als Alan Skillman in das Ding hier einbauen darf. Und an Nerd und Vintage Fotografie, die das Foto gemacht haben. Ja, deswegen soll ich einmal noch eine erwähnen. Little Red Dot spielt auch eine sehr schöne Gangrel in einer Vampire-Runde. Sound of Silence heißt die. Auch sehr sehenswert, falls ihr noch nicht genug kriegt von Vampire. Ja, Blutpunkte ausgeben für echte Tränen, das geht in der V5 leider nicht mehr, weil es keine Blutpunkte gibt, Percy, also kein Ding. Aber ja, Angela könnte natürlich für echte Tränen das Biest reizen, ja. Das ist, lohnt sich manchmal. Ja, ja, und vielleicht ist da tatsächlich jemanden, den wir kennen in der Band, wer weiß. Hab ja auch schon einiges geguckt, gesehen im Chat, ja. Und Percy ist noch auf der voll auf 220, ja, das habe ich mir gedacht. Ja, wie gesagt, in 2 Wochen geht's weiter. Fand mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder, obwohl ich heute sehr wenig vorbereiten konnte. Aber ich denke, das hat man nicht sonderlich mitgekriegt. Ich habe wieder viel notieren können heute. Ich habe gehört, das ist immer böse, wenn ich das mache. Deswegen habe ich viel geschrieben. Beunruhigend, ja. Beunruhigend. Wir wissen, du plottest. Ich plotte nicht, nein. Niemals. Nee, würde ich dann niemals machen. Ja, gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar unten unter dem Video. Das freut uns immer, wenn wir da Sachen lesen. Und motiviert ungemein, das Ding hier weiterzuspielen, sind echt manchmal schön erschlagen von dem, was da kommt. Das ist echt schön. Also jeder kleine Kommentar, und sei es nur voll coole Runde, motiviert. Also einfach mal, wenn ihr es cool findet, vielleicht Daumen hoch, dann ist man eh schon in der Region, dann kann man auch unten noch schnell ein war gut hinschreiben. Das ist okay. Lohnt sich mir auch, einen Kommentar zu hinterlassen. Ja, genau. Ich antworte auch. Und dem anderen. Und es gibt einen Kommentar der Woche. Ja, genau. Noch, ja, also wenn ihr das irgendwie bis Mai 2019 macht, einen Kommentar hinterlassen, habt ihr die Chance auf den Kommentar der Woche und dann auch etwas zu gewinnen, nämlich eine Karte für die NerdpolCon, also die NerdCon im August. Aber alles Weitere könnt ihr im Community-Tab auf YouTube mal nachlesen. Da findet ihr alles. So, und falls ihr noch nicht genug Rollenspiel geguckt habt, schaut ihr da auf dem Nordpol mal nach. Die Adresse läuft da die ganze Zeit oben durch. Da findet ihr jede Menge tolle Sachen. Auch ein riesiges Archiv mit ganz vielen alten Rollenspielrunden, die schon einige Jahre alt sind, aber immer noch super zum Angucken sind. Und auch jeden Tag mindestens ein, wenn nicht sogar mehr Rollenspiel-Streams. Also man kann nie behaupten, wenn man auf dem Nordpol unterwegs ist, dass man nicht genug Geschichten hat und nicht weiß, was man abends machen soll, weil nichts im Fernsehen kommt. Weil wir machen unseren eigenen Fernsehen. Genau. Manchmal sogar mit Koks und Nutten.
Okay, ich notiere mir das. Araiguma will Koks und Nutten. Da das ja jetzt hier im Internet landet, ja, also. Also Drogen hatten wir ja schon. Verdammt, verdammt. Aber die Nutten fehlen uns noch. Ja. Ja. Wo sieht man euch das nächste Mal? Irgendwie kann man. Da habt ihr irgendwas geplant. Kakko hat jetzt übrigens auch einen YouTube-Kanal, den könnt ihr auch gucken. Ja, also da gibt es Starfinder momentan. Sehr coole Runde, solltet ihr euch angucken. Mhm. Ja, da geht es aber erst am 18. weiter. Also es dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Am Mittwoch spiele ich bei Claudine Storm King's Thunder D&D 5. Edition weiter. Auch immer ein Besuch wert. Der Kanal von Claudine spielt eh immer empfehlenswert. Und wenn Lilio mitspielt, noch doppelt. Ja. Und Firamin, sieht man dich auch irgendwo? Außer hier? Erst hier wieder. Die anderen Routen starten erst doch. Das dauert noch ein bisschen. So. Und Araiguma, den habe ich exklusiv. Den bezahle ich dafür, dass er hier ist. mit virtuellen Koks und Nutten. Was meint ihr, warum ich hier so als Mensch rumlaufen darf und einen auf dicken Max machen darf? Das ist Privatdeal. Ja, also falls ihr Interesse habt, dass der Araiguma bei euch mitspielt, fragt ihn ruhig. Der spielt gerne. Falls ihr Interesse habt, dass der Araiguma mal sein Preload macht und seine Geschichte aufschreibt. Ja, dann solltet ihr dringend einen Kommentar. Super leid. Ich habe gehört, da wird jetzt ein Wettbewerb noch mit einem anderen Vampire-Spieler gestartet. Wer das wohl als erstes schafft? Zur gegenseitigen Motivation. Ich lasse einfach Fehler als Ghostwriterin einstellen, dann passt das schon. Ja, also ein Hashtag Araiguma, mach mal hin in die Comments. Und dann sage ich jetzt den Segen der Nacht und bis die Tage. Den Segen der Nacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.